Ja, vielen Dank, Herr Eckels. Auch ich möchte Sie ganz recht herzlich aus dem Kongresshaus in Baden-Baden zu dieser Live-Übertragung begrüßen. Und ich fange an mit einem Dank. Ein Dank zum ersten Mal an die Technik, weil das ist nicht immer ganz einfach, diese Live-Zuschaltungen zu machen, jetzt schon mal im Vorfeld. Und ein Dank an meinen Kollegen Matthias Friem, der nämlich diese Chat-Fragen, die Sie stellen können, kategorisieren wird und natürlich uns dann zuspielen wird. Also das ist schon mal der wichtige Anfang. Wenn wir über klimafreundliche Energieträger sprechen, und ich gehe ein paar Jahre zurück, dann war das in der Regel eine ganz interessante Diskussion zwischen Elektro- und Wasserstoff. Jetzt kamen noch andere Themen hinzu, Refuels und alles, was dort so noch mit reinspielt. Und diese Diskussion zwischen Wasserstoff und Batterie, die wurde immer mit dem Thema entweder oder diskutiert. Und sie wurde auch sehr, sehr emotional diskutiert. Heute, ein paar Jahre, fünf Jahre weiter, stehen wir dem Ganzen schon etwas anders gegenüber. Weil wir haben das Entweder-Oder verlassen und diskutieren jetzt eher sowohl als auch. Weil insbesondere vom Mobilitätsverhalten oder von der Mobilitätsproblem her kommend, gibt es nämlich aus meiner Sicht nicht die einzige Lösung für die zukünftige Mobilität. Wir haben jetzt für Sie in den nächsten 2,5 Stunden das Thema klimafreundliche Energieträger unter verschiedenen Aspekten aufbereitet. Das ist zunächst einmal die wissenschaftliche Aspekt oder Sichtweise auf das Ganze. Wir fangen dann an mit den Fakten und mit den Leuten, die eben über diese Fakten besonders gut Bescheid wissen. Das nächste gehen wir dann her und schauen uns mal an, was gibt es denn für Praxiserfahrungen in den jeweiligen Themen. Dort haben wir einen sehr interessanten Praxisbericht für Sie bereitgestellt. Danach werden wir mal dieses ganze Thema aus der Sichtweise eines namhaften Zulieferers beleuchten. Und zum Schluss kommt für mich eigentlich die entscheidende Frage. Ich glaube, wer das gestern schon verfolgt hat, hat den Hinweis von Herrn Mentrup, dem Oberbürgermeister von Karlsruhe, eigentlich halte ich für sehr wichtig, weil viele dieser Themen sind eigentlich schon da. Es ist eher eine Frage, wann verändern wir uns in unserem Verhalten darauf hin? Und deshalb haben wir mal dieses Thema ganz gesondert beleuchtet, weil ohne Verhaltensänderung können wir die beste Technologie bereitstellen. Wenn wir sie nicht nutzen, haben wir auch nichts gekonnt. Für diese 5 Vorträge, die wie gesagt bereits 2,5 Stunden ungefähr dauern werden, ist es uns natürlich gelungen, auch 5 namhafte Experten zu gewinnen. Ich werde sie im Laufe der Session wirklich Ihnen im Einzelnen vorstellen. Schon jetzt muss ich Ihnen sagen, aufgrund des knappen Zeitbudgets habe ich die ganze Vita der Einzelnen massiv kürzen müssen. Also wenn Sie das genauer schauen wollen, finden Sie im Internet sicherlich entsprechende Hinweise, die noch weit über das hinausgehen, was ich jetzt Ihnen erzählen werde. Wie läuft das Ganze ab? Es gibt immer einen Impulsvortrag von ungefähr 20 Minuten. Und jetzt schon eine große Bitte, stellen Sie die Fragen, die Sie haben, nicht erst am Ende des Impulsvortrags, sondern geben Sie sie im Vorfeld im Chat ein, weil dann können wir sie auch gut kategorisieren und priorisieren. Sie werden mir dann hier auf den Monitor gegeben und wir können dann Ihre Fragen beantworten. Für die nächsten 8 bis 10 Minuten steht Ihnen dann unser Experte, der zum Teil virtuell, aber auch live hier neben mir dann steht, für diese Frage, zur Beantwortung dieser Fragen bereit. Ja, jetzt kann es auch schon losgehen mit unserem ersten Vortrag. Der erste Vortrag geht über das Thema batterieelektrische Mobilität bei Pkw und Lkw, Stand und Ausblick von Professor Martin Wietschel vom Fraunhofer Easy Leiter Kompetenzcenter Energietechnologien und Energiesysteme. Ein kurzer Ausblick an seine Vita, Studium des Wirtschaftsingenieurwesens. Darf ich sagen, Herr Wietschel, da haben wir schon mal was Gemeinsames an der Stelle.
Wobei ich bin wahrscheinlich ein paar Jahre früher dran gewesen als Sie. Promotion und Habilitation mit dem Abschluss am Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion. Im Jahr 2008 Professor an der Universität Karlsruhe, heute des KIT. Seit 2002, also schon, ja, Sie haben ja dann bald 20 Jahre auf dem Buckel, kann man denn sagen, ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, ISI. Wer dort reingeht in die Internetseite, wird beim Herrn Professor Wienschel eine gigantische Liste finden von Veröffentlichung. Und ich habe auch gestern wieder mal reingespiegelt und wieder mal was Neues entdeckt. Also schauen Sie dort rein, wenn Sie sich informieren wollen, das ist sehr, sehr interessant. Nach verschiedenen Stationen im ISI ist er seit Februar 2020 Leiter des Kompetenzzenters Energietechnologien und Energiesysteme. Bevor wir zum Vortrag gehen, Herr Wienschel, eine Frage an Sie. Gibt es Ihrer Ansicht noch überhaupt Hemmnisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen? Ja, die gibt es. Also, und da werde ich auch, sage ich mal, im Vortrag drauf eingehen. Okay. Ich habe einen Hall, ist das auf meinem Kopfhörer? Kann man das noch besser regulieren von der Technik her? Vielleicht, dass man das leiser macht hier bei uns vor Ort? Ja, so ist es besser für mich. Sehr gut. Hören Sie mich noch? Ja, super gut. Gut. Okay, also, Herr Wienschel, dann Film ab, kann man nur noch sagen, oder Vortrag ab zum Thema batterieelektrische Mobilität bei Pkw und Lkw, Stand und Ausblick. Herr Epple, vielen Dank für die sehr freundliche Einführung. Meine Damen, meine Herren, es freut mich, Ihnen hier heute etwas zur batterieelektrischen Mobilität vorstellen zu können. Ich habe die nächsten 20 Minuten folgendermaßen gegliedert. Einmal noch mal ein bisschen auf das Thema Effizienz der Antriebe, weil ich auch immer wieder batterieelektrische Antriebe vergleiche mit anderen. Das ist das Thema Effizienz ganz wichtig. Dann so ein bisschen das Thema Pkw, das Thema Ökologie will ich behandeln. Dann das Thema Wirtschaftlichkeit. Dann auf die LKWs eingehen und dann versuche ich dann zusammenzufassen mit Schlussfolgerungen. Hier noch mal so ein bisschen die Antriebssysteme, die klassischen Verbrennungsmotor, dann die Brennstoffzelle, dann das batterieelektrische Fahrzeug und immer in dieser sogenannten Well-to-Wheel, das heißt von der Energiequelle bis hin zum Antriebsrad. Wenn Sie das nach oben schauen, Erdöl, da haben Sie natürlich bei der Exploration von Erdöl, den Raffinerien, gewisse Umwandlungsverluste, dann haben Sie natürlich den Wirkungsgrad vom Verbrennungsmotor. Im Schnitt landet man heute beim Diesel so ungefähr bei 24%. Beim Erdgas, wenn Sie das über den Verbrennungsmotor dann machen, 24% ebenfalls in der Größenordnung. Sie können es effizienter machen, wenn Sie hier über Erdgas Wasserstoff erzeugen. Wasserstoff wird ja heute primär auf Basis der Erdgasreformierung, also aus Erdgas gewonnen. Und dann in der Brennstoffzelle, dann landen Sie bei 35% Wirkungsgrad. Das ist so die obere, jetzt sind wir da, wo die gelben Pfeile sind, im Strommix. Haben Sie natürlich auch viele fossile Kraftwerke und dann landen Sie bei der batterieelektrischen ungefähr bei 45% Wirkungsgrad. Wenn Sie aus dem Strommix Wasserstoff erzeugen und dann im Brennstoffzellen, Pkw bei 20 und wenn Sie dann noch methanisieren, das heißt, Sie gehen nochmal einen Schritt weiter, machen aus Wasserstoff einen synthetischen Kraftstoff hier, dann landen sie noch bei 8%. Und dann die grünen Pfeile unten, da will man ja eigentlich hin, wenn man auf Basis von 100% Erneuerbaren rechnet, die werden ja zu 100% im Wirkungsgrad angesetzt bei der Entstehung. Dann sind sie bei batterieelektrischen bei 75%, da wo man eigentlich hin will, wenn man über den Pfad der Wasserstofferzeugung und Brennstoffzellen, Pkw, sind sie bei 35%, und über die synthetischen dann auch bei 15%. Und ich glaube, das ist immer so ganz wichtig, so diese Größenordnung zu haben. Wenn Sie synthetische Kraftstoffe geben, dann haben Sie, brauchen Sie 5-mal mehr Erneuerbare und bei Brennstoffzellen dann nur noch 2-mal mehr Erneuerbare im Vergleich zur batterieelektrischen Mobilität.
Deshalb, Effizienz ist wichtig. Und ich glaube auch, Sie haben es ja alle mitbekommen, das Klimaschutzgesetz ist ja novelliert worden. Die Klimaschutzziele sind deutlich verstärkt worden. Wir wollen ja schon 2045 treibhausgasneutral sein. Das ist eine gigantische Herausforderung. Der zweite Punkt, den ich hier nochmal erwähnen will, ist, weil wenn wir es importieren aus Regionen, wo wir günstige klimatische Voraussetzungen haben, ist das Thema Effizienz weniger wichtig. Aber man sollte hier den notwendigen Infrastrukturbedarf nicht unterschätzen. Also wenn man mal Deutschland sich anschaut, die Wasserstoffstrategie, dann bräuchten wir ungefähr für Deutschland 15 Gigawatt an Elektrolyseleistungen, also um Wasserstoff zu erzeugen. Weltweit hatten wir im Jahr 2019 gerade mal 19 Megawatt, also ein Faktor 1000 dazwischen. Und wie wir diesen Aufbau hinkriegen wollen, gerade unter den Verschärfungen des Klimaschutzgesetzes, das ist wirklich die spannende Frage hier. Komme ich mal ein bisschen zu dem Thema, welche Fahrzeuge schaue ich mir an? Also bei PKWs hier mal eine Studie, die wir gerade für das Wirtschaftsministerium gemacht haben. Kleinwagen, Kompaktwagen und die SUVs, die großen schweren. Und Sie sehen dann die unterschiedlichen Antriebe, Benzin, Diesel, Gas. Wobei wir jetzt in dieser Studie unterstellt haben, dass bei Benzin und Diesel die fossilen Anteile stückweit zurückgefahren werden dann und immer mehr synthetische Kraftstoffe beigemischt werden und bei Gas mit relativ hohen biogenen Anteilen. Der klassische Plug-in-Hybrid, wo Sie dann also eine Batterie noch extern aufladen können über einen Stecker, Batterie, BEV und dann die Brennstoffzelle hier, die Fuel Cell Electric Vehicle. 2020 noch mit der Erdgasreformierung angesetzt, 2030 dann mit der Elektrolyse. Was man noch bei der ganzen Analyse sich anschauen muss, ist, wir gehen davon aus, dass die Stromwende weiter voranschreitet. Das heißt also, dass die fossilen Kraftwerke mehr und mehr vom Stromsystem runtergefahren werden, die Erneuerbaren stärker ausgebaut werden. Und wir unterstellen hier den durchschnittlichen Strommix. Ich weiß nicht, es ging ja groß durch die Presse so seit 2 Wochen, ob man nicht eigentlich den sogenannten Grenzemissionen ansetzen soll. Grenzemissionen, das heißt also, wenn ich eine zusätzliche Nachfrage habe im Stromsystem, welche Kraftwerke wird denn dafür benötigt? Und das ist in der Regel ein fossiles. Die Wissenschaftler, die sich da mit der Bewertung auseinandersetzen, sind sich eigentlich einig, dass es heute der durchschnittliche Strommix anzusetzen ist. Das hat mehrere Gründe. Auch zum einen der Grund, Sie können ja gar nicht sagen, welche ist denn der letzte Nachfrage im Stromsystem? Ist es denn das Thema Wasserstoff? Ist es das Thema Elektromobilität? Ist es die Wärmepumpe? Ist es das Datenzentrum? Ist es die LED-Lampe? Und Sie können keine vernünftige Allokation dann tatsächlich machen. Und man muss auch wieder aufpassen, und das ist dann auch wieder der Wirkungsgradvorteil dann der batterieelektrischen. Wenn man dann über Grenzemissionen diskutiert, müsste man das bei allen machen. Und dann ist natürlich das Thema grüne Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe von der Bilanz her, der Treibhausgasbilanz her, schneidet das dann nicht gut ab. Schauen wir uns mal die Klimabilanz an. Hier diese Kleinwagen, Kompaktwagen, SUVs eingeteilt, dann auch von Benzin bis hin zur Brennstoffzelle, hier die Fuel Cell Electric Vehicle. Sie sehen dann die Minderung immer zu Benzin gesehen. Sie sehen, über Biogas kann ich das schon sehr stark reduzieren, das ganze Thema. Man muss natürlich immer wieder bei Biokraftstoffen dann auch wirklich anschauen. Zum einen sind das tatsächlich hier nachhaltig angebaute und wie ist die Nutzungskonkurrenz? Und wir wissen alle, dass wir hier sehr beschränkt sind. Und die Frage ist, ob wir Biokraftstoffe tatsächlich im Verkehr zuordnen müssen, ob die nicht woanders, wo sie viel mehr gebraucht werden, zum Beispiel im Flugverkehr. Da kommen wir im internationalen Flugverkehr, kommen wir mit Brennstoffzelle oder auch mit Batterieelektrisch nicht hin. Dann doch lieber die Frage, ob man das nicht da reinsetzen sollte. Aber wie gesagt, wenn man sie dazu allokiert, den PKWs, dann ist es durchaus eine Option. Sie sehen Plug-in-Hybride und Sie sehen gelb dann hier die Batterieelektrischen. Und Sie sehen, dass die Batterieelektrischen eigentlich recht gut abschneiden überall. Und die Brennstoffzelle, gerade wenn ich über Erdgasreformierung gehe, noch nicht so besonders gut abschneidet bei dem ganzen Thema. Aber Sie sehen auch beim SUV hier,
Der hat zwar Klimavorteile bei BEV, wenn man hier also batterieelektrisch umstellen, aber insgesamt sind die Emissionen immer noch sehr hoch. Also wenn man das Gesamtbilanz anschaut, ist schon die Frage, wie viel SUV fahren wollen wir uns auch leisten, auch wenn wir hier alternative Antriebe und Kraftstoffe hier einsetzen. Schauen wir uns das mal ein bisschen tiefer gelegt an, jetzt mal für 2030, 2040, die verschiedenen Antriebssysteme dann mal durchgerechnet, dann mal aber ein bisschen heruntergebrochen. Unten blau, was sind die Fahrzeuge, welcher Anteil hier ist denn die Fahrzeugherstellung, also Glas, Stahl, Plastik. Dann natürlich hier die Herstellung des Energieträgers, also Öl oder natürlich auch das ganze Thema Elektrizität. Dann die Nutzung, die Wartung und dann auch die Entsorgung. Und Sie sehen hier dann, dass bei den batterieelektrischen Fahrzeugen das Thema Herstellung, das im Wesentlichen die Treibhausgasbelastung hier bei der Batterieherstellung schon recht groß ist. Sie nehmen halt schon einen recht hohen Rucksack mit bei dem ganzen Thema, das dann über die Nutzungsphase allerdings dann auch entsprechend abgebaut wird. Was kann man schließen, wenn Sie sich mal anschauen über die Jahre den blauen Balken? Also es reicht nicht, uns im Jahr 2030, 40 noch zu unterhalten, machen wir Wasserstoff oder machen wir reine batterieelektrische Fahrzeuge. Wir müssen auch die Fahrzeugkarosserie beispielsweise, die Stahlherstellung, da müssen wir auch die Treibhausgasemissionen generell sinken. Der ökologische Rucksack, hatte ich gesagt, ist relativ hoch. Hier müssen wir anfangen, wirklich bei der Batterieherstellung dran zu arbeiten. Wir haben gerade eine Studie gemacht, die werden wir auch demnächst veröffentlichen. Sie können allein bei der Zellherstellung, die ungefähr die Hälfte ausmacht, der Treibhausgasemissionen 50% einsparen durch Energieeffizienzmaßnahmen. Also da müssen wir in diesem Problemkreis wesentlich rangehen. Und natürlich auch das ganze Thema Recycling von Batterien hier oder auch die Zweitnutzung. Wenn eine Batterie nicht mehr geeignet ist für PKWs, dann ist sie häufig noch geeignet für andere Anwendungen im sogenannten stationären Bereich. Man darf aber nicht alles auf die Klimabilanz anschauen. Was ja auch häufig diskutiert wird, ist, wenn wir dann zum Beispiel Richtung Wasserstoff gehen oder Richtung batterieelektrische, kriegen wir dann nicht neue Probleme in anderen Bereichen. Man muss es also ganzheitlich betrachten. Ne? Wenn Sie mal hier die Bilder unten, die Kreise anschauen, welche Problemkreise sind das? GWP ist der Global Warming Potential, also der Treibhausgaseffekt, also oben angefangen, dann gehe ich nach rechts runter. CED steht für den kumulierten Energieverbrauch, die POCP, das sind die Ozonvorläufersubstanzen, PMV, das ist der Feinstaub, HTP ist alles, was unter Humantoxizität, also krebserzeugende Themen, und ARD-MM, das sind die sogenannten nicht regenerativen abiotischen Ressourcenverbrauch, also Mineralien und Metalle. Und da blau ist dann hier in dem Kreis, in dem ersten Kreis für 2020 der normale Verbrenner. Dann hier grün ist die reine batterieelektrische Fahrzeug und rot ist dann das Brennstoffzellenfahrzeug. Und Sie sehen hier, dass das Thema des nicht regenerativen abiotischen Ressourcenverbrauchs hier sowohl bei den Wasserstofffahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen wie bei den batterieelektrischen schlechter abschneidet, während alle anderen Umweltvorteile hier dann deutlich besser sind oder in einem ähnlichen Bereich sind. Und wenn man mal auf 2050 dann rüberblickt, dann können sich auch die klassischen Verbrennungsmotoren verbessern, aber auch in den anderen, das heißt in den Alternativen, sind die Verbesserungen dann doch sehr deutlich. Ne? Das heißt, in der Summe müssen wir uns auch das Thema des kritischen Ressourcenverbrauchs hier anschauen. Also immer ganz wichtig, dass man hier die gesamten Umweltkategorien dann sich anschaut. Wenn man mal auf diese kritischen Rohstoffe zu sprechen kommt, was sehen Sie hier? Unten auf der X-Achse ist das Versorgungsrisiko, also das Risiko, dass es zu Unterbrechungen kommt oder zu großen Preissprüngen. Und auf der Y-Achse ist dann die Frage, wie wirkt sich das dann hier auf Deutschland aus, also die sogenannte Folgenschwere. Und alles, was natürlich oben in den Kasten steht und hier dann auch gelb umrandet ist, das sind natürlich die kritischen. Das ist natürlich das Thema Lithium anzusprechen, das Thema Kobalt bei den batterieelektrischen. Bei der Brennstoffzelle ist es dann das Thema Platin, alles, was zur Platingruppen
Metalle dazugehört. Das sind so diese kritischen Themen. Man muss hier sagen, ja, temporär können Lieferengpässe entstehen. Wir haben neue geopolitische Abhängigkeiten, Lithium zum Beispiel aus Südamerika. Es gibt aber Maßnahmen, wo man dagegen angehen kann. Also geringer Materialeinsatz, auch gerade zum Beispiel Kobalt oder Mangan, die sind recht teuer und die neuen Batterien setzen immer weniger von diesen Materialien ein, Materialsubstitution. Sie haben heute teilweise Batterien, die gar kein Kobalt mehr brauchen und natürlich das Thema Recycling, das Zurückgewinnen. Ne? Also da ist ein Thema, aber man mit den geeigneten Maßnahmen kann man es entsprechend angehen. Komme ich ein bisschen zu dem Thema der Wirtschaftlichkeit. Hier wieder die einzelnen Fahrzeugklassen, wie ich Ihnen schon vorgestellt habe, bei der Ökologie. Mal von Bonus-Wallboxen, Steuern, Abgaben, alles mal eingerechnet. Hier nur der Kompakt-Pkw mal dargestellt. Man sieht heute, dass der batterieelektrische Fahrzeug mit allen Fördersystemen, die da bestehen, heute schon das günstigste ist. Was man immer beachten muss, gerade in der Wartung und in der Instandhaltung sind die deutlich günstiger. Aber auch, was viele nicht wissen, in den Versicherungskosten bieten die Versicherungen heute viel günstigere Tarife an für batterieelektrische Fahrzeuge. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft weiter. 2030 haben wir jetzt mal alle Steuern, Abgaben und Förderungen einfach mal rausgenommen, um zu sagen, okay, man versucht jetzt mal den staatlichen Einfluss mal zurückzudrängen. Sie sehen da von Anschaffung, Fahrzeug, Wiederverkaufswert, alles gelistet, 2020, 2030, 2040. Und wenn man mal nach 2030 anschaut, dann sind da die batterieelektrischen Fahrzeuge dann schon konkurrenzfähig. Das heißt, wir müssen sie eigentlich noch 4-5 Jahre fördern, aber dann sind sie alleine am Markt tragfähig. Bei den Brennstoffzellen dauert es noch ein bisschen länger. Da kann man sagen, je nach Entwicklung, das ist natürlich auch immer wieder mit Unsicherheiten behaftet, Brennstoffzellenfahrzeuge sind heute noch relativ teuer und es gibt natürlich Unsicherheiten, gerade wie die Brennstoffzelle, der Tank sich entwickelt, aber ab 2040 oder nach 2030 können die auch konkurrenzfähig dann werden. Wenn man mal so ein Big Picture geht, wie sieht denn das so gesamtszenariomäßig aus? Sie sehen hier mal den Gesamtfahrzeugbestand in Deutschland, 2018 als Referenzjahr und TN Strom. Das sind so Szenarien, die wir gerade für das Wirtschaftsministerium gerechnet haben und auch aktuell veröffentlicht haben. TN steht für Treibhausgasneutralität und Sie sehen die Szenarien Strom. Da gehen wir mehr auf die Stromlösungen, dann Szenarien, wo wir mehr auf die synthetischen Kraftstoffe, also Power to Gas oder Power to Liquid gehen. Und dann die Treibhausgasneutralität Richtung Wasserstoff, also H2. Das ist das letzte Szenario. Und Sie sehen dann auch eben, selbst wenn wir sehr stark Richtung batterieelektrisch gehen, wir brauchen da auch immer Wasserstofffahrzeuge im Wesentlichen unter dem ganzen Thema bei sehr hohen Reichweitenanforderungen, sehr große, sehr schwere Fahrzeuge. Da macht es einfach keinen Sinn, wenn man sehr hohe Reichweitenanforderungen hat, die Batterie immer größer zu machen. Die Fahrzeug wird schwerer. Ich hatte Ihnen das Thema der kritischen Rohstoffe erläutert. Also irgendwann einmal, wenn man wirklich Reichweitenanforderungen von 400, 500 Kilometern tatsächlich immer erfordert, dann macht die Brennstoffzelle dann in diesen Fällen dann durchaus mehr Sinn oder alternativ der Plug-in-Hybrid. Ne? Und Sie sehen dann, in dem Wasserstoff-Szenario ist dann der Anteil, weil wir da günstigere ökonomische Rahmenbedingungen für Wasserstoff unterstellt haben, dann größer. Was man allerdings sagen kann, ist, batterieelektrische Fahrzeuge selber werden hier dominieren. Da sind eigentlich alle Szenarien einig, irgendwie zwischen 50-80%. 2050 werden wir batterieelektrische Fahrzeuge haben und dann ergänzt für diese anderen Fälle um die Brennstoffzellenfahrzeuge oder um Plug-in-Hybride oder und. Kommen wir nochmal auf die LKWs. Bei den LKWs muss ich erstmal anschauen, wie gliedert sich das Ganze? GK1, das sind immer die Gewichtsklassen von 3,5, das ist der Sprinter, den Sie zum Beispiel sehen, bis hin zu den großen Gewichtsklassen hier über 26 Tonnen oder die Sattelzugmaschinen. Sie sehen hier aufgeteilt Bestand, Gesamtfahrleistung, Gesamtemissionen, einfach nur mal im Bestand. Da machen uns eigentlich die schweren Fahrzeuge hier nur 6-7% aus und die Sprinter dominieren, dieser große grüne Balken.
Wenn Sie aber nach unten schauen, dann ändert sich das Bild, weil so ein schwerer LKW, der fährt 120.000 Kilometer im Jahr und hat natürlich einen entsprechenden Treibstoffverbrauch und die tragen dann schon zu 60% der Treibhausgasemissionen bei. Man muss sich also vorstellen, wenn man alle unsere schweren LKWs, die wir haben, zusammenrechnet, etwas mehr als 200.000, die stoßen so viele Emissionen aus wie 10 Millionen PKWs. Und jetzt kann man sich einfach mal fragen, was ist einfacher, 10 Millionen PKWs Antriebswechsel oder die 240.000 schweren LKWs, die dann auch nur in der Regel 6 Jahre genutzt werden, zumindest in Deutschland. Sie haben hier Lösungen. Wenn man so die Presse verfolgt, gibt es hier einige Versuche, gerade auch schwere LKWs schon mit größeren Batterien und sogenannten Megachargern auszustatten. Da geht man Richtung 1 Megawatt Leistung bereits. Die Brennstoffzelle oder Wasserstoff- und Verbrennungsmotoren oder Oberleitungen, da gibt es auch 3 Pilotversuche oder synthetische Kraftstoffe. Und wenn man das Ganze mal sich ein bisschen anschaut, wo sind die Unterschiede zwischen einem PKW und einem LKW, die Energiekosten spielen eine viel größere Rolle. Was ich Ihnen vorhin so erzählt habe beim PKW und Herstellung, und das ist beim LKW nicht so, weil der einfach, ein LKW fährt 7, 8, 900.000 Kilometer, da spielen die Emissionen in der Herstellung einer Brennstoffzelle oder einer Batterie gar keine Rolle. Also Energie ist hier das Relevante, und weil Energiekosten relevant sind, ist Effizienz natürlich ganz entscheidend bei der Ökonomie und bei der Ökologie. Die ist also noch deutlich bedeutsamer wie bei den PKW-Lösungen. Und wenn wir natürlich mit den Logistikern sprechen, sie wollen natürlich die Logistikaufgabe als allererstes erfüllen hier. Das heißt, wenn man auf Alternativen umsteigt, gibt es eine gewisse Risikoaversität bei den LKW-Nutzern. Das ist auch nachvollziehbar. Das ganze Speditionsgewerbe ist sehr stark durch kleine und mittelständische Unternehmen geprägt und die können sich häufig nicht leisten, einfach mal zu sagen, ich switche mal auf alternative Antriebe und schaue mal, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Auch hier wieder so dieses Szenario, was wir da mal durchgerechnet haben, also auch wieder mehr Strom, mehr synthetische oder mehr Wasserstoff. Bei leichten und mittleren Nutzfahrzeugen, egal wie ich mal die Parameter einstelle, da werden die Batterieelektrischen dann dominieren, einfach weil sie nicht diese hohen Reichweitenanforderungen haben. Das ist eigentlich relativ gesetzt. Bei den schweren sieht es dann ganz anders aus. Bei den schweren ist das Bild sehr viel bunter. Hier einfach mal dargestellt, wenn ich mehr Richtung den elektrischen Lösungen, also TN-Strom gehe, dann habe ich sehr viel batterieelektrische Fahrzeuge oder Oberleitungen in dem System. Ich kann mir das aber auch vorstellen mit mehr synthetischen. Und wenn Sie ganz rechts rüber gehen, natürlich dann können auch Brennstoffzellen, schwere LKWs hier eine bedeutsame Rolle spielen. Damit komme ich zu den Schlussfolgerungen. Also PKWs aus heutiger Sicht, wenn man Ökonomie und Ökologie zusammenschaut und nicht nur auch die Treibhausgasbilanz anschaut, werden batterieelektrische PKWs doch einen Großteil der Antriebe in der Zukunft aus heutigem Kenntnisstand dann auch darstellen. Man sieht das ja heute, wenn man sich den letzten Monat anschaut, da waren schon 25% aller Neuzulassungen waren batterieelektrische oder Plug-in-Hybride und das steigt ja ganz drastisch an. Die werden ergänzt werden, sinnvollerweise Plug-in-Hybride und Brennstoffzellen-PKWs. Wir haben noch eine Reihe an Herausforderungen, das sollte man auf keinen Fall gering schätzen. Ich habe schon ein paar ökologische angesprochen, soziale habe ich nicht angesprochen, aber Sie kennen das ganze Thema Kinderarbeit und Kobalt im Kongo. Aber man hat die Maßnahmen erkannt, man hat gewisse Strategien, um diese negativen Effekte dann zu vermeiden. Also so ein Showstopper ist aus meiner Sicht derzeit nicht erkennbar. Bei LKWs, gerade wenn man die kleinen und mittleren Gewichtsklassen anschaut, sind auch batterieelektrische Lösungen hier wichtig. Für andere Lösungen ist insbesondere der Wasserstoff-LKW sehr relevant und bietet hier auch relevante Potenziale. Da muss man sich anschauen, wie die Technologie sich in der Zukunft entwickelt. Und generell ist, glaube ich, die Zukunft im Vergleich gerade bei den schweren LKWs zu PKWs noch deutlich offener.
Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Witschel. Es ist schon eine erste Frage reingekommen, die möchte ich gleich selber beantworten, weil Christina Aller hat gefragt, werden die Präsentationen zur Verfügung gestellt? Ja, sie werden zur Verfügung gestellt, Sie können sie abrufen. Aber jetzt nochmal, also ich fasse zusammen, im PKW-Bereich gibt es das Thema elektrische Fahrweise, im LKW-Bereich gibt es auch Wasserstoffthemen, also es ist sowohl als auch. Jetzt gerade beim Wasserstoff ist hier die Frage, wäre es dann nicht clever, in Afrika das Ganze zu gewinnen, weil ich natürlich dort viel bessere Rahmenbedingungen habe, was die Sonne oder den Wind angeht an den Küsten von Afrika, um ihn dann zu importieren. Wie sehen Sie das, Herr Witschel? Ja, also wenn man mal so einen Gesamtsystemblick sich anschaut, wir werden in Zukunft vielleicht noch Endenergie, wenn wir viel Effizienz haben, ungefähr 1500 Terawattstunden Endenergienachfrage in Deutschland haben. Wir werden über Erneuerbare in Deutschland 800 bis 900 Terawattstunden abdecken können, wenn wir sie ganz ausbauen. Danach gibt es halt einfach Grenzen der Wirtschaftlichkeit, Grenzen der Akzeptanz. Das heißt, Deutschland muss generell Energie importieren. Und ein Teil wird dadurch kommen, dass wir hier aus dem Ausland Energie importieren, und ein Teil wird dann auch dieser grüne Wasserstoff oder aus grünem Wasserstoff hergestellte Produkte wie Methanol oder Ammoniak sein. Aber man sollte sich die Herausforderungen schon auch ein bisschen stellen. Wir machen da gerade auch ein großes Forschungsprojekt, wo wir uns wirklich anschauen, welche Länder sind denn geeignet, welche Herausforderungen gibt es denn bei den Ländern. Man muss die Infrastrukturen, also grüner Wasserstoff zu importieren, das ist natürlich ein Thema, gerade wenn Sie über See gehen. Sie müssen es dann tief kalt machen, dann haben Sie wieder 20-30% Energieverluste, oder Sie müssen es halt über Pipelines machen. Also wir werden den Weg gehen müssen. Wir brauchen das. Mir sind viele Szenarien nur einfach zu optimistisch. Das ist immer nur so eine technoökonomische Betrachtung. Ja, klar kostet uns der Wind in Marokko nur noch 2 Cent und die Photovoltaik auch. Aber mal Marokko dazu überzeugen, da zu investieren, und wenn man sich mal die Zeitskalen anschaut, wie lange es dauert, solche Anlagen zu bauen, dann sind sie locker mal bei 5-6 Jahren, und dann noch die Transportinfrastrukturen aufbauen, ist noch eine Herausforderung. Dann müssen wir im Grunde auch immer noch schauen, wie ist denn die Situation in den Ländern. Die Länder haben ja auch eigene energie- und klimapolitische Ziele. Wenn wir jetzt die günstigen erneuerbaren Potenziale dort den Ländern, ich sage es einfach mal, wegnehmen, kriegen wir natürlich relativ schnell Akzeptanz. Und wo wir auch ein ganz großes Thema haben, ist, was ist denn überhaupt grüner Wasserstoff oder grüner Ammoniak? Wie ist der denn genau definiert? Und wie kriege ich Zertifizierungssysteme hin? Denken wir an das ganze Thema Palmöl in Indonesien. Wir haben mal den Ländern dieser Welt gesagt, als EU, ja, wir wollen Biokraftstoffe machen, und dann haben Länder investiert und haben in Palmölanlagen investiert, und jetzt ist in der EU eingefallen, naja, so nachhaltig ist denn das eigentlich gar nicht, und wir wollen das zurückfahren, und da müssen wir auch wirklich aufpassen, dass uns Ähnliches nicht bei der Thematik Importe von grünem Wasserstoff oder grünen Derivaten dann ansteht. Also da werden wir noch einiges an Arbeit leisten müssen, um dieses Thema anzugehen. Da stimme ich Ihnen absolut zu, weil ich glaube auch, dass wir nicht alle Energie wirtschaftlich in Deutschland selber erzeugen können, die wir dann auch verbrauchen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jetzt, ich sage mal, große Investoren in diesen Regionen jetzt schon mal anfangen, damit dort Infrastruktur entsteht. Ich hatte verschiedene Diskussionen schon. Die Länder sind aufgeschlossen. Es fehlt, das Hauptproblem ist, es fehlt an Geld in der Regel, was es dort ist. Und natürlich von unserer Seite möchten wir natürlich auch politische stabile Staaten dort eher unterstützen. Letzte Frage, Plug-in-Hybrid, ist es eher ein zusätzlicher Motor, eher kritisch zu sehen? Oder sagen Sie, nee, er hat auch seine Daseinsberechtigung, oder soll ich lieber gleich auf den reinen batterieelektrischen Antrieb gehen? Also die Bewertung, die ökologische und ökonomische, hängt sehr stark davon ab, wie hoch der elektrische Fahranteil ist. Wir haben solche Analysen gemacht, sind da auch sehr stark in der Publikation. Also wenn Sie heute einen durchschnittlichen Privat,
Nutzer von Plug-in-Hybriden nehmen, der kommt auf 40% elektrischen Fahranteil, hat dann eine kleinere Batterie und dann macht das Thema Sinn. Also immer, wenn Sie das Auto zur Steckdose bringen und die Batteriekapazität ungefähr 60, 70 Kilometer real reicht, dann ist es sinnvoll. Wir haben aber das gerade das große Thema, dass sehr viele Dienstwagennutzer durch die Anreizsysteme sich PHEVs kaufen, Plug-in-Hybride, hochmotorisiert, und sage ich mal, nach 2 Jahren ist der Stecker immer noch nicht ausgepackt. Mal ein bisschen wissenschaftlich, also Dienstwagennutzer kommen nur auf 10% elektrischen Fahranteil. Das macht keinen Sinn. Also das ist weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar. Aber das hat die Politik erkannt. Die Politik wird das auch ändern. Also wir werden die Zuschüsse für die PHEVs, da ist die Politik dran, auch an elektrischen Fahranteilen koppeln. Und wie gesagt, sie müssen auf 40-45% kommen. Das können die meisten mit den Fahrprofilen, wenn die Batterie vernünftig ausgelegt wird. Das jetzige, was wir bei den Dienstwagen machen, das ist ein Stück weit eine Fehlentwicklung. Muss man wirklich bilanzieren. Man kann nicht sagen, okay, man fördert die Fahrzeuge und irgendwann einmal nach 2 Jahren kommt in den Privatmarkt. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, ob da die Politik die Weichen richtig gestellt hat. Alles klar. Vielen Dank, Herr Witschel. Es sind noch interessante Fragen da, aber unsere Zeit ist begrenzt. Ich versuche die vielleicht, ich habe sie aufgenommen, und beim nächsten Vortrag einzubringen. Ich sage nochmal vielen Dank, Herr Witschel. Es war sehr interessant. Es gibt einen guten Überblick über die ökologischen Auswirkungen, insbesondere natürlich CO2-Verbrauch, wie die einzelnen Technologien haben. Und ja, wir werden uns öfters noch über diese Themen unterhalten. Das sehe ich schon ganz deutlich, weil es ist immer eine laufende Diskussion und es gibt immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse über dieses Thema. Vielen Dank nochmal. Und wir kommen jetzt zum zweiten Vortrag von Dr. Manuel Schaloske. Herzlich willkommen, Herr Schaloske, aus Stuttgart zugeschaltet von der E-Mobil BW. Ich stelle ihn ganz kurz vor. Er studierte in Köln und promovierte am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Seit 2010 ist er Referent für Wasserstoff und Nutzfahrzeuge bei der E-Mobil BW GmbH, der Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie in Baden-Württemberg. Also er hat sich sehr stark mit dem Thema Wasserstoff und alles, was darum herum funktioniert, beschäftigt. Seit 2018 ist er Leiter Energie bei der E-Mobil BW, inzwischen die Landesagentur für neue Mobilitätslösung und Automotive. Man sieht hier auch, es hat als Elektromobilitätsagentur gestartet und es ist viel umfangreicher und viel detaillierter mit den unterschiedlichen Megathemen des Automotives betraut. Und seit März 2021 kam die Leitung der neuen Plattform H2BW dazu. Ja, Herr Schaloske hat sich extrem stark in den letzten Jahren mit dem Thema Wasserstofftechnologie und Mobilität beschäftigt. Insbesondere ist er auch in deutschlandweiten Gremien drin. Vielleicht als erste Eingangsfrage, wie sehen Sie denn Baden-Württemberg im Thema Wasserstoff und alles, was dazu gehört, wie Elektrolyse und so weiter, denn aufgestellt? Wo sind denn in Baden-Württemberg unsere Stärken? Aus Ihrer Sicht. Ja, vielen Dank, Herr Epple. Also ich sehe Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt. Wir haben eine sehr starke Automobilindustrie, das heißt nicht nur im Pkw, sondern auch im Nutzfahrzeugbereich. Wir haben eine sehr starke Zuliefererindustrie von Tier 1 angefangen, aber auch wirklich bis hin zu den KMUs. Und wir haben auch eine sehr starke Forschungslandschaft. Zudem nicht zu vergessen, der große Maschinen- und Anlagenbau, der ebenfalls sehr dominierend ist im Bundesland. Wo wir tatsächlich Schwächen haben, auch das muss man zugeben, bei den Erzeugungspotenzialen, gerade von den Erneuerbaren. Umgekehrt haben wir einen sehr starken Verbrauch hier im Süden. Das heißt, wir sind und werden auch entsprechend auf Importe angewiesen sein. Also von daher, wir sind auf der Produktionsseite sehr gut aufgestellt. Bei der Anwendung müssen wir halt sehen, dass wir entsprechend die Versorgung mit grünem Wasserstoff ermöglicht bekommen. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt nun zu seinem Vortrag: Klimafreundliche Energieträger im Mobilitätssektor, Batterie, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Die dürfen wir nicht ganz vergessen, weil es fahren ja 40 Millionen
PKWs in der Gegend rum und wir haben ja jährlich 2 Millionen, wenn es gut läuft, die ersetzt werden. Das heißt, wir brauchen eigentlich 20 Jahre, um diese Fahrzeuge zu ersetzen. Und mit was werden die dann vielleicht auch mal laufen dort? Aber nun zu Ihrem Vortrag, Herr Schalowske. Ja, vielen Dank, Herr Epple, für die freundliche Einführung. Und genau, ich werde in den nächsten 20 Minuten versuchen, die Aspekte näher zu beleuchten, die jetzt Herr Epple angekündigt hat und um die ich entsprechend gebeten wurde. Wenn wir vielleicht zu der ersten Folie kommen könnten. Sehr schön, da haben wir auch schon die Motivation. Beginnen wir vielleicht mal so ein bisschen mit den politischen Regularien. Wo wollen wir eigentlich hinkommen? Herr Professor Wietschel hat es ja eben auch schon eingeführt. Wir haben die Notwendigkeit, die Emissionen im Verkehr deutlich zu reduzieren. Und gerade jetzt durch die neuen Regularien werden die Emissionen der Neufahrzeuge entsprechend deutlich sinken. Laut dem neuen WLTP, also World Light Vehicle Test Procedure, also der aktuelle Fahrzyklus, werden die Emissionen bis 2025 um 15% sinken müssen, bis 2030 um 37% gegenüber Stand diesem Jahr. Aktuell laufen ja Diskussionen, diese Werte nochmal deutlich zu reduzieren, was eindeutig auf jeden Fall zu einer Elektrifizierung der Neufahrzeugflotte führen wird und führen muss. Ähnliches gilt entsprechend auch für die Nutzfahrzeuge. Auch da sind vergleichbare Emissionsreduktionen notwendig. Wie sieht es aus? Der durchschnittliche die durchschnittlichen CO2-Emissionen neuer Pkw und auch leichter Nutzfahrzeuge in der EU in den vergangenen Jahren, das sehen Sie in der Grafik auf der linken Seite, der ist erfreulicherweise natürlich in den letzten Jahren zurückgegangen. Es gab dann wieder einen leichten Anstieg, aber jetzt gerade in den letzten Jahren, wo man einen deutlichen Anteil von rein batterieelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen gesehen hat, merkt man, dass die Flottenemissionen runtergehen. Aber wenn man sich den Absolutwert betrachtet, der ist noch weit, weit weg von dem, wo wir tatsächlich hinwollen. Also von daher gibt es noch viel zu tun, aber umgekehrt sind die Tendenzen auch erfreulich, dass jetzt die Zulassungszahlen tatsächlich steigen. Ja, schauen wir uns mal an, wie kann es tatsächlich in der Zukunft aussehen? Wie sieht ein mögliches Versorgungsszenario aus und das tatsächlich nicht nur für die Mobilität betrachtet? Also links beginnend mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien, hier mal beispielhaft ein Windpark. Sie können sich aber genauso gut eine Photovoltaikanlage dort vorstellen. Dann wird es eingespeist entsprechend in das Stromnetz und zu den Verbrauchern geschickt, so wie bisher auch, alles wunderbar. Aber dann kann es ja mal Zeiten geben, wo das Stromnetz vielleicht voll ist, weil wir zu viele Erneuerbare haben, was heutzutage schon durchaus der Fall ist. Im letzten Jahr hatten wir 6 Terawattstunden allein Überschussstrom, der nicht genutzt werden konnte. Dass wir dort die Windräder abregeln, wäre es sinnvoll, diesen Strom entsprechend zu nutzen, indem man diese Wasserelektrolyse betreibt, womit man entsprechend das Wasser in seine Elemente aufspaltet und den Wasserstoff entsprechend speichern kann. Und das ist eben der riesige Vorteil an diesem Element. Er ist speicherbar, und zwar mittel-, aber auch langfristig. Das heißt beispielsweise auch über Dunkelflauten halt hinaus. So, und dann können Sie ihn vielfältig einsetzen, beispielsweise direkt in der Mobilität, wie Sie hier unten sehen. Sie vertanken ihn an einer Tankstelle in verschiedene Fahrzeuge oder Sie speisen ihn ein ins Erdgasnetz, womit er am Ende verbrannt wird. Oder es wird direkt eine Turbine damit betrieben, um Strom zu erzeugen. Oder er wird auch in der chemischen oder in der verarbeitenden Industrie genutzt. Und eben kam das Thema Grenzemissionen. Das ist eigentlich der große Vorteil von der Elektrolyse, dass ich diese genau dann betreiben kann, wenn ich zu viel Strom oder genügend Strom habe und der entsprechend aus den erneuerbaren Primärenergiequellen stammt. Und wenn beispielsweise mal gerade ein hoher Verbrauch ist oder ich eine Dunkelflaute habe, wird der Elektrolyseur genau nicht betrieben. Also von daher ist es ein riesiger Vorteil und sozusagen spare ich dort noch CO2-Emissionen ein, weil anders als beim Batteriefahrzeug, wo ich halt genau dann den Strom produzieren muss, wenn das Fahrzeug geladen wird, bin ich beim Wasserstofffahrzeug unabhängig, weil ich halt zu jeder Zeit tanken kann und der Wasserstoff entsprechend gespeichert wird.
Ja, welche Anwendungsgebiete gibt es prinzipiell bei der Brennstoffzelle? Natürlich, Mobilität ist so das bekannteste Beispiel, vom PKW angefangen, über Transport- und Nutzfahrzeug, bis hin auch zu den schweren Anwendungen. Auch Gabelstapler gibt es heutzutage schon Beispiele. Aber auch auf dem Wasser gibt es Möglichkeiten, wie jetzt in Fähren, Kreuzfahrtschiffen, U-Booten ist schon lange Jahre eine bekannte, aber nicht so eine gängige Option. Beim Kreuzfahrtschiffen und auch Fähren gibt es tatsächlich erste Projekte, die realisiert werden. Und auch in der Luft wird dieses Thema mehr an Bedeutung gewinnen, beginnend erstmal bei Drohnen, aber jetzt werden auch schon erste Regionalflugzeuge entsprechend mit Brennstoffzelle gebaut werden. Stationären Bereich natürlich bekannt zur Strom- und Wärmeerzeugung in Gebäuden, aber auch für Versorgung von Rechenzentren. Der Vorteil ist, die Abluft, die aus der Brennstoffzelle rauskommt, ist sauerstoffarm. Das heißt, Sie können damit auch gleich Brandschutz betreiben. Zudem natürlich auch unabhängige Stromversorgung für Sendemasten, für öffentliche Veranstaltungen etc. Also ein sehr breites Portfolio. Zudem nicht zu vergessen der kleine Leistungsbereich, da oben mal das Bildchen gezeigt von der Laptop-Versorgung, aber auch im Camping- oder im Yachtbereich sind kleinere Anwendungen durchaus denkbar, von daher sehr vielfältig entsprechend anwendbar. Ja, wie funktioniert eigentlich eine Brennstoffzelle? Das hier mal im Kurzen dargestellt. Das Herzstück ist eigentlich eine Membran, die nur wenige Mikrometer dick ist. Sie können sich das vorstellen, etwa wie eine wie eine Frischhaltefolie. Die ist auch ähnlich flexibel. Diese ist dann beschichtet mit einer Kohlenstoff- und Katalysatorpaste. Katalysator ist meistens das Platin. Und an diesem Platin wird eben der Wasserstoff, der auf der Anode eingespeist wird, aufgespalten in Protonen. Diese Protonen können durch die Membran durchgehen und in Elektronen. Dafür ist diese Membran nicht leitfähig. Das heißt, sie gehen durch den äußeren Leiterkreis durch, treiben dort eben einen Verbraucher an und auf der anderen Seite, auf der Kathode, rekombiniert das Ganze mit dem Sauerstoff, der aus der Luft kommt. Das heißt, Sauerstoff, Protonen, Elektronen, am Ende entsteht Wasser. Das ist das einzige Abfallprodukt. Und genau deswegen wird das Ganze auch als Proton Exchange Membrane oder im Deutschen auch Polymer-Elektrolyt-Membran und Brennstoffzelle entsprechend benannt, die in der Mobilität die vorwiegende Anwendung entsprechend, die vorwiegende Technologie entsprechend ist. Ja, fokussieren wir uns nochmal auf die Mobilität und schauen tatsächlich, welche Optionen wir haben. Herr Wietschel hatte eben schon eine ähnliche Folie dargestellt. Im Prinzip haben wir vier Möglichkeiten, um emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen, aber nur zwei davon sind tatsächlich auch lokal emissionsfrei, nämlich das Batterie- und das Brennstoffzellenfahrzeug. Beim Verbrenner, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, haben sie immer tatsächlich noch lokal CO2- und Stickoxidemissionen. Beginnend geht es natürlich immer bei den Erneuerbaren los im Zukunftsszenario, was sie dann beim Batteriefahrzeug direkt einspeisen. Für das Brennstoffzellenfahrzeug müssen Sie eben den Elektrolyseur dazwischen schalten, den Wasserstoff an die Tankstelle bringen, komprimieren etc. Und beim synthetischen Kraftstoff noch einen weiteren Prozess, den Sabatier-Prozess, dazwischen schalten, um eben mit CO2 das Ganze nochmal umzusetzen und entweder künstliches Methan dann zu erzeugen oder über Fischer-Tropsch dann flüssige synthetische Kraftstoffe. Schauen wir uns dann mal die Wirkungsgrade an. Herr Wietschel hatte ähnliche genannt und die stimmen auch, sage ich mal, von der Größenordnung überein. Aber man muss auch hier dabei sehen, beim Batteriefahrzeug hat man auch gewisse Verluste, insbesondere auch beim Laden, was abhängig davon ist, erstens, ob Sie Wechselstrom oder Gleichstrom, also AC oder DC laden und tatsächlich auch mit welchen Ladeleistungen. Zudem hat die Leistungselektronik im Fahrzeug auch nochmal Verluste. Aber am Ende kommt man so auf Wirkungsgrade von 42 bis 63% am Ende. Und wenn man sich jetzt die Golfklasse, das ist tatsächlich dann die Kompaktklasse, die hat Herr Wietschler ja eben auch dargestellt, sind wir irgendwo bei 16 Kilowattstunden. Beim Brennstoffzellenfahrzeug kommen die Verluste durch Elektrolyse, durch Kompression des Wasserstoffs, Tiefkühlung etc. dazu und die Verluste durch die Brennstoffzelle. Wir sind etwa bei einem Faktor 2.
den die Brennstoffzelle halt schlechter ist. Das heißt, der Verbrauch ist etwa doppelt so hoch. Bei den synthetischen sieht man hier, sind wir etwa tatsächlich den Faktor 6 bis 8 beim Erdgas und den Faktor 10 schlechter beim Verbrennungsfahrzeug über synthetische Kraftstoffe. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass das eine besser ist als das andere oder wir sollten nur die eine Option wählen und die andere ist ganz böse. Diese Diskussion gab es jetzt in der letzten Zeit. Das Ende der Technologieoffenheit wurde eingeläutet. Aber die Frage ist ja eigentlich nicht vor dem Klimawandel, wo fangen wir an und womit, ja, womit beginnen wir? Was hat Priorität? Wir müssen alles gleichzeitig anfangen, um rechtzeitig unsere Klimaziele zu erreichen. Und deswegen sollten wir auch alle Technologien nutzen, die uns zur Verfügung stehen, aber bitte dort, wo sie Sinn machen. Das hat Herr Wietschel eben auch schon gezeigt. Hier ist das nochmal in einer anderen Grafik dargestellt, nämlich das Fahrzeuggewicht aufgetragen gegen die Reichweite. Und ganz klar, für kurze Reichweiten und geringere Fahrzeuggewichte ist die Batterie prädestiniert. Da hat sie einfach den besten Wirkungsgrad. Dann kommen aber Bereiche, wo es halt eben nicht mehr genügt oder wo das Batteriegewicht dann zu schwer wird, wo die Brennstoffzelle ideal eingesetzt werden kann und ihre Vorteile hat. Und dann in Bereichen wie jetzt in der Schifffahrt und im Flugverkehr, wo man mittelfristig noch nicht mit der Brennstoffzelle es erreicht. Dafür brauchen wir die synthetischen Kraftstoffe und deswegen sollte man sie jeweils dort einsetzen, wo sie Sinn machen. Die Grenzen dazwischen, zwischen diesen Gebieten sind natürlich nicht scharf, die sind fließend. Deswegen kann es sein, dass ich ein Kompaktfahrzeug mit der Batterie fahre, wenn ich dann ein SUV habe mit einer größeren Reichweiten und Energiebedarf kann es sein, dass die Brennstoffzelle tatsächlich mehr Sinn macht, genauso auch bei den Lkw-Anwendungen. Also von daher werden wir einen Mix sehen der Technologien, aber auch dort sollte man tatsächlich dem Markt und auch den Kundenbedürfnissen dann Gehör schenken. Wie sieht der aktuelle Stand der Technik aus? Hier mal zwei Beispiele dargestellt von Toyota, allerdings noch aus dem Mirai 1 und von ein Stack von PowerCell aus dem Autostack Core-Projekt. Also das sind jetzt Daten von 2015 bzw. 2017. Und was man sieht, der Platinbedarf heutzutage ist gar nicht mehr so groß. Und von aktuellen Fahrzeugen wissen wir, dass wir schon nicht mehr bei 30, sondern nur noch bei 20 Gramm Platin sind für solch ein Automotive Stack. Das sind 2/3 Unzen. Das ist sehr wenig und auch nicht mehr der Kostentreiber. Das Platin liegt bei der Unze irgendwo bei $900. Also von daher, die Vorurteile, die es heutzutage noch gibt bezüglich Platinbedarf, die kann man hier eindeutig widerlegen. Was man auch sieht, ein solcher Stack, der für ein Fahrzeug, ein PKW ausreicht, ist sehr kompakt geworden, wie Sie sehen, mit rund 30 Litern Volumen und 33 Kilogramm. Das ist sehr wenig und sehr kompakt. Wir sind schon bei Leistungsdichten von 4 kW pro Liter, eben bei einer Leistung dann von 114 kW. Also da hat sich in der Vergangenheit sehr, sehr viel getan und große Technologiesprünge konnten dort beobachtet werden. Kosten, das ist sicherlich eines der wesentlichen Themen. Das hat Herr Wietschel eben auch schon dargestellt für unterschiedliche Fahrzeugklassen, wobei man da natürlich dazu sagen muss, es gibt ja nicht nur die Kompaktklasse, sondern tatsächlich auch größere Fahrzeuge, die ohnehin ein wenig teurer sind. Und in diesen wird sich wahrscheinlich die Brennstoffzelle auch am ehesten durchsetzen können. Aber wichtig sind eigentlich drei Möglichkeiten, um die Kosten zu senken. Erstens der technische Fortschritt. Dazu gehört die Reduktion von teuren Materialien, wie eben gezeigt von Platin, aber auch andere Weiterentwicklungen. Dann eine wettbewerbliche Zulieferindustrie. Häufig hat man da noch eine Monopolstellung und bekanntlichermaßen belebt Wettbewerb ja das Geschäft. Also von daher ist es gut, wenn wir verschiedene Zulieferer haben, die eine Auswahl bieten. Und das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, die Stückzahleffekte. Wir müssen wegkommen von dieser Manufaktur und hin zu einer Serienfertigung, wirklich in Fließbandarbeit und mit kurzen Taktraten entsprechend gefertigt. Erst dann kommt man in Bereiche, die irgendwo auf dem Niveau entsprechend eines Hybridfahrzeugs liegen. Und wie links die Beispiele verschiedener Studien zeigen, ist das der Fall, wenn wir irgendwo in hohe fünfstellige Stückzahlen, besser noch in sechsstellige kommen, dann kann genau diese Reduktion erreicht werden.
Dass das nicht ganz aussichtslos erscheint, soll Ihnen diese Grafik näher bringen von Toyota, am Beispiel Toyota, die ja generell als Hybridpionier gelten. Dort das erste Fahrzeug, die erste Generation des Prius 1997, wurde auch in sehr geringen Stückzahlen, bloß rund 450 Stück gebaut. Und es hat ganze 10 Jahre gedauert, bis die erste Million der Fahrzeuge auf der Straße war. Aber dann sieht man, es war ein exponentieller Verlauf. Das heißt, dann gingen die Zahlen deutlich schneller nach oben. Darunter sehen Sie den Vergleich jetzt vom Modell Mira. In 2015 wurden davon immerhin schon 700 gefertigt. Dann gab es Steigerungen. In diesem Jahr der Mira 2 wird 30.000 Mal vom Band dann entsprechend laufen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass diese Kurven dann entsprechend ähnlich verlaufen. Wie gesagt, um die Kosten zu erreichen, brauchen wir diese hohen Stückzahlen. Wie sieht es generell aus auf dem Markt? Natürlich, das Thema Brennstoffzellen-Pkw ist im Moment, muss man sagen, von der Bildfläche tatsächlich verschwunden. Heißt aber nicht, dass gar nichts mehr läuft. Toyota, wie gesagt, ist natürlich der Vorreiter mit 30.000 im Jahr, aber auch der chinesische Hersteller Great Wall Motors ist sehr aktiv. Der ist der Landeskonzern, wo Opel ja inzwischen dazugehört, hat jetzt gerade mehrere Lieferfahrzeuge auf den Markt gebracht, die mit einem Brennstoffzellen-Range-Extender ausgestattet sind. Auch Hyundai geht jetzt in die Kleinserienfertigung und zur Mitte dieses Jahrzehnts gibt es Ankündigungen von BMW mit einer Kleinserienfertigung, von Renault, Honda und anderen, dort noch entsprechend Modelle dann anzubieten. Aber natürlich, im Moment liegt der Fokus definitiv auf den batterieelektrischen Fahrzeugen, die in größeren Stückzahlen produziert werden können, auf den Markt kommen und damit direkte Klimawirkung erzielen. Das ist wichtig, das ist dringlich. Aber man sollte das Thema Brennstoffzelle nicht abschreiben, weil sie in etwa dem Markt so um 6 bis 7 Jahre hinterherläuft. Und da kann definitiv noch was kommen. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Projekte an, die aktuell in Baden-Württemberg laufen und beginnen mit der Industrialisierung. Dann ist das Projekt HIFAB zu nennen. Dabei geht es um den Aufbau einer Forschungsfabrik eben zur Herstellung von Brennstoffzellen-Stacks für den Automotive-Bereich. Und das Besondere daran ist eben, dass man zu großen Stückzahlen und zu geringen Taktzeiten kommen will. Genau das, was ich eben sagte, was man halt benötigt, weil im Moment sind wir irgendwo in der Vorserie oder vielleicht auch in der Kleinserienfertigung 4-5-stellig, wo wir hinkommen müssen, sind eben Taktraten pro Zelle von 0,1 Sekunden oder 10 Hertz. Erst dann ist das Ganze tatsächlich automotive tauglich, wenn allein rund 400 Bipolarplatten in solch einem Brennstoffzellen-Stack drin sind, muss man dort die Taktraten halt deutlich erhöhen. Um das zu erreichen und zu erproben, haben sich das ZSW und das Fraunhofer ISE zusammengetan mit einem großen Kreis von Industriepartnern, um solch eine Forschungsfabrik aufzubauen. Das Ganze wird gefördert von Bund und Land. Ein Projekt, um die Elektrolyse industriell zu fertigen, wurde kürzlich gestartet. Das Projekt Elektrolyse Made in Baden-Württemberg. Dort federführt das ZSW Stuttgart mit einigen anderen Forschungseinrichtungen. Und darin geht es darum, einen Demonstrator aufzubauen, der ausschließlich Komponenten von baden-württembergischen Zulieferern enthält. Entsprechend natürlich, um hier die Wettbewerbsfähigkeit baden-württembergischer Unternehmen zu stärken und idealerweise hier irgendwann tatsächlich auch eine Fertigung von Elektrolyse-Stacks aufzubauen. Deswegen wird dieses Projekt auch mit 5 Millionen Euro von unserem Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg gefördert. Ziel ist danach natürlich auch, diese Elektrolyseure hier im Land entsprechend anzuwenden. Auch dafür gibt es ja erste Beispiele in Lampolzhausen oder in Wielen oder auch andere seien da genannt. Und dann als kleiner Teaser noch, dazu wird es ja gleich nochmal einen separaten Vortrag seitens der RNV geben. Aber hier sei schon mal erwähnt, es gibt auch ein großes Demonstrationsprojekt im Land, und zwar vorwiegend in der Metropolregion Rhein-Neckar, aber auch im mittleren Neckarraum, das sogenannte High-Performer-Projekt.
Projekt H2Rivers. Ich gehe, wie gesagt, nicht im Detail darauf ein. Ich will da nichts vorwegnehmen. Aber dort werden diverse Mobilitätsanwendungen eben von Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg bis hin eben nach Esslingen und Waiblingen im mittleren Neckarraum getestet. Das ist ein großes Schaufenster, so wie vor einigen Jahren das Schaufenster für batterieelektrische Mobilität. Es ist jetzt ein Schaufenster für Wasserstoff- und Brennstoffzelle, um zu zeigen, ja, es funktioniert. Welche Fahrzeuge gibt es schon alle, also um wirklich Sichtbarkeit zu erzeugen. Und zwar von der Erzeugung angefangen, großtechnisch über die Distribution, die Infrastruktur und dann tatsächlich die Fahrzeuganwendungen. Und gerade zu dem großen Thema Busse wird es gleich dann noch mehr dazu geben. Ja, die Infrastruktur noch ganz kurz angerissen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ohne den funktioniert es nicht. Ohne den wird es keinen Markthochlauf von Fahrzeugen geben. Hier mal eine Europakarte der aktuell verfügbaren Pkw-Tankstellen wohlgemerkt. Da haben wir jetzt in Deutschland knapp 100, 95 sind es, die entsprechend verteilt sind. Wichtig ist jetzt an der Stelle, Tankstellen auch für Nutzfahrzeuge aufzubauen, weil davon haben wir bisher erst eine Handvoll. Da müssen auch noch ein paar Betankungsprotokolle entwickelt werden. Also da ist noch einiges zu tun. Aber das Thema wird angegangen und da kann man jetzt nur darauf hoffen, dass zeitnah entsprechend sowohl Fahrzeuge als auch die Infrastruktur dazu aufgebaut werden. Ganz zum Schluss noch kurz der Werbeblock. Wenn Sie sich zu einzelnen Themen näher informieren möchten, seien Sie auf unsere Homepage hingewiesen. Da gibt es diverse Studien zu verschiedensten Themen. Gerade gestern hatten wir Studienvorstellung zum Vergleich Wasserstoffverbrennungsmotor versus Brennstoffzelle im schweren Nutzfahrzeug. Auch die Studie ist brandaktuell seit gestern bei uns auf der Homepage verfügbar. Damit möchte ich schließen und mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und Herr Epple, freue mich auf die Fragen. Vielen Dank. Ja, wir sind in Zeitnot, deshalb nur eine Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Gibt es nicht eine Konkurrenz um grünen Wasserstoff in industriellen Anwendung und im Verkehr? Ist das nicht viel zu groß oder wie beurteilen Sie das Thema? Ja, genau, diese Konkurrenz wird häufig beschworen. Tatsächlich ist es auch im Moment so, dass wir natürlich nur limitierten Verfügung von grünem Strom haben. Aber wie eben ja schon andiskutiert, Importe werden notwendig sein. Es wird immer Afrika als Beispiel dargestellt. Man braucht gar nicht so weit denken. Wir haben in Europa genügend Regionen, wo wir erneuerbare Potenzial haben. Da sei an die Iberische Halbinsel gedacht, aber auch nach Osteuropa ein riesiges Windpotenzial. Viele Flächen, wenig Bevölkerung, auch deutlich politisch stabilere Strukturen. Also von daher, da gibt es auch schon erste Abkommen, beispielsweise mit Ukraine etc. Da gibt es bestehende Pipelines. Also da bin ich optimistisch, dass wir genügend grünen Wasserstoff auch aus Europa oder aus den benachbarten Ländern dann über den Landweg per Pipeline bekommen können. Ja, vielen Dank, Herr Schaluske, für Ihren Vortrag. Wie Sie sehen, vielleicht kann man das mal aufziehen, ist jetzt der Stefan Prüfer bei mir als Kollege hier auf dem Podium. Stefan Prüfer kommt aus Ladenburg, jetzt aufgewachsen, ist auch Wirtschaftsingenieur. Es gibt hier also eine ganze Kohorte von Wirtschaftsingenieuren, die hier Vorträge halten am KIT. Auch dort schon Schwerpunkt mit öffentlichem Verkehr, Planung gemacht. Und das hat, ich glaube, sein ganzes Berufsleben ihn jetzt begleitet dann an der Stelle. 1994 ist er bei Nahverkehr Rhein-Neckar aktiv seither und er hat mitgewirkt bei der Gründung der RNV im Jahr 2005. Durch verschiedene Stationen, ich möchte die gar nicht alle aufzählen, das ist relativ groß, auch Vertrieb und Marketing war dabei, ist er jetzt zuständig für die drei Städte Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim bei der RNV. Die RNV ist dann direkt von den Städten beauftragt worden, ihren öffentlichen Verkehr sozusagen aktiv zu gestalten. Weiterhin ist er Geschäftsführer der Tochterunternehmen V-Bus oder V-Bus. V-Bus, inzwischen 200 Mitarbeiter und 80 Busse in öffentlichen Dienstleistungen. Ja, aber sein Steckenpferd ist was anderes, nämlich er kümmert sich auch um die Integration neuer Anwendungen, neuer
alternativen Antriebsformen. Und daran werden wir Ihnen heute seinen Vortrag hören. Frage an Sie, Herr Prüfer, mussten Sie eigentlich bei diesen neuen Angeboten, mussten Sie da viele Leute überzeugen in Ihrer Firma, weil es ist, häufig ist ja so neue Themen, da geht man ungern an das, geht man ungern ran. Wie ist es Ihnen da ergangen? Ja, also es gab viel Skepsis natürlich am Anfang. Es gab viele Fragen, auch Sorgen um die Zukunft, wie kriegen wir alternative Antriebe umgesetzt. Aber das Management, die Mitarbeiter haben sich auch sehr darauf gefreut, auf diese neuen Herausforderungen. Und wir haben da volle Unterstützung und wollen dort gemeinsam in die nächsten Jahre vorangehen. Sie werden es gleich sehen, es ist in unserer Strategie ganz, ganz weit oben. Und daher, wir sind sehr optimistisch, dass wir das gut hinkriegen, die alternativen Antriebe. Ja, also das freut mich sehr. Also es gibt nicht nur die Verhinderer, die hier alles erstmal über Gerichtsbescheide oder sowas verhindern wollen, sondern auch, dass aktiv neue Themen aufgegriffen werden. Kommen wir zum Vortrag Nummer 3, Batterie- und Wasserstoffbusse im ÖPNV. So, ja. Wenn ich den Vortrag dann noch sehen könnte, ja, okay. Vielen Dank. Ja, ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen aus unseren Praxiserfahrungen mit den alternativen Antrieben im Busbereich. Wir machen das jetzt schon seit 7 Jahren und deswegen, wir haben da einiges an Wandel mitgemacht und schon gute Erfahrungen gesammelt und denken, dass wir auf dem richtigen Weg sind für die Zukunft. Zuerst möchte ich Ihnen aber auch nochmal hier dieses Bild zeigen. Es ist sehr interessant. Es zeigt die Übergabefahrt von Mannheim nach Heidelberg des ersten E-Citaros. Das war Ende 2018. Der wurde damals von Evobus dann rübergefahren nach Heidelberg zum Oberbürgermeister Würzner, ihm dort übergeben. Was dabei das Interessante ist, man fährt dort unter einer der größten Stromtrassen bei uns in der Rhein-Neckar-Region entlang und im Hintergrund sieht man das GKM, das Großkraftwerk Mannheim, was heute noch mit Braunkohle funktioniert. Also dort auch die ganze Problematik der Energieerzeugung wird hier auch sichtbar. Zunächst aber nochmal, wer sind wir überhaupt, die Rhein-Neckar-Verkehr? Die Rhein-Neckar-Verkehr ist 2005 gegründet worden. Wir sind ein Tochterunternehmen der Altunternehmen aus den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Wir sind das kommunale Verkehrsunternehmen. Wir planen, wir betreiben, wir halten die Schienen instand. Wir machen alles, was ÖPNV in den Kommunen betrifft, sind damit ein Vollunternehmen. Wir sind von den Städten betraut mit der Erbringung dieser Verkehrsleistung. Das heißt, wir stehen auch nicht im Wettbewerb. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier bei dem Bereich der alternativen Antriebe. Mit der Unterstützung der Städte können wir das gut umsetzen. Wir haben in über 200 Kilometer Schienennetz und damit fahren heute schon fast 80% unserer Fahrgäste mit alternativen Antrieben. Aber wie Sie vielleicht auf dem Bus schon gesehen haben, wir wollen nicht nur auf der Schiene elektrisch sein. Das ist unser Slogan. Wir wollen bis 2032 unseren kompletten Fuhrpark, also die Busse, Dienst- und Sonderfahrzeuge, alles auf alternative Antriebe umstellen. Was bedeutet das eigentlich dann auch an Einsparungen? Wir würden damit dann rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr sparen. Und das bedeutet den ökologischen Fußabdruck von rund 2.000 Personen im Jahr. Natürlich lokal emissionsfrei und nicht in der Summe betrachtet. Wir haben das Ganze hier in 4 Schritten, die Strategie emissionsfreier Busverkehr aufgestellt. Wir hatten 2015 das Gelegenheitsladen gemacht. Das war ein Forschungsentwicklungsprojekt des Bundes und das RNV Primove. RNV Primove funktioniert so, dass dann an einigen Haltestellen auf der Linie 63 Stromplatten im Boden integriert waren und die Busse haben an der Haltestelle gehalten. Man hat kurz während dem Fahrgastwechsel dann den Strom wieder aufgenommen und ist weitergefahren bis zur Endstelle.
Ich komme dazu dann, was das für Folgen hatte, werde ich dann Ihnen später noch sagen. Der zweite Schritt ist dann das Depotladen gewesen, 2019. Wir haben dort 6 Elektrobusse im Einsatz auf neu konzipierten Linien. Das sind Kundenfelderproberfahrzeuge, deswegen auch erster E-Citaro in Baden-Württemberg gehört mit zu diesem Projekt dazu. Die nächsten Schritte sind jetzt das Hochlauf des emissionsfreien Busverkehrs, was Ende dieses Jahres erfolgen wird. Und dann als nächsten Schritt noch, um die Lücke zu schließen, was wir nicht abdecken können, ist dann der Einsatz von der Brennstoffzellentechnologie zur Verlängerung der Reichweite. Ich möchte Ihnen das jetzt hier mal nochmal auf den nächsten Folien zeigen, was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Erstmal nur noch mal kurz, wie sieht denn heute unsere Busflotte aus? Wir haben rund 120 eigene Busse, nochmal 100 Subunternehmerbusse. Davon sind heute erst 6 elektrisch. Das sind die 6 elektrischen aus dem zweiten Schritt, diese Kundenfelderproberfahrzeuge. Sie sehen keine Prime-Move-Fahrzeuge mehr. Warum, möchte ich Ihnen gleich sagen. Das Prime-Move-Projekt, der erste Schritt, es war ein schon durchaus funktionsfähiges System, aber die Ladezeiten, die waren oftmals nicht realisierbar. Wir hatten das Ganze eingesetzt auf einer Linie, die zuvor mit Dieselbussen betrieben wurde. Das hatte zur Folge gehabt, dass wir dort sehr knappe Wendezeiten haben und wenn die Wendezeiten nicht gereicht haben, dann hätten wir dort warten müssen, bis der Bus wieder vollgeladen ist und dann erst weiterfahren. Das hätte dann zur Folge gehabt, dass dann wiederum Fahrgäste nicht hätten befördert werden können, es wäre zu Fahrtausfällen gekommen oder wir hätten einen Bus mehr gebraucht. Das alles lohnt sich irgendwie auch nicht. Dann war ein sehr aufwendiger Infrastrukturausbau notwendig. Das ist aber auch bei allen Gelegenheitsladern so, und zwar außerhalb des eigenen Betriebshofs. Das ist mitten im Stadtgebiet, wird dann dort eine Infrastruktur aufgebaut und das teilweise im Bestand. Also wir bauen ja nicht hier irgendwas auf die grüne Wiese, sondern wir gehen in den Bestand rein. Und wenn man mal den Boden aufgegraben hat in irgendwelchen Städten, weiß man ganz genau, dass man nicht das darunter findet, was in den Plänen eingezeichnet ist. Zudem war es dann noch so gewesen, dass der Hersteller das induktive Laden in diesem Busbereich nicht weiter verfolgt. In Summe, diese Technologie wird nicht fortgeführt. Wir sagen es trotzdem, es war ein erfolgreiches Projekt gewesen. Wir haben es getestet und erfahren, das kann nicht die Zukunft sein, Prime-Move. Die Zukunft Gelegenheitsladen ist schon eine Möglichkeit, aber da muss man halt einfach dann überlegen, ob das immer so passt. Der zweite Schritt ist Depotladen. 2016 kam die Stadt Heidelberg auf uns zu, hat gesagt, wir wollen Elektrobus. Und die Stadt Mannheim kam auf uns zu und hat gesagt, Franklin wird mit dem Elektrobus erschlossen. Ja, im Vorlauf zur Stadtbahn. Das haben wir gesagt, ja toll, und wie wollt ihr es haben? Das war unsere Entscheidung. Die RNV sollte dann sagen, welches System richtig ist, also mussten wir uns erstmal für ein System entscheiden. Wir haben dann überlegt, macht Prime-Move Sinn, macht ein anderes Gelegenheitsladen Sinn, und wir haben uns dann im Endeffekt für das Depotladen entschieden und das Ganze mit dem Entwicklungspartner EvoBus dann als Generalunternehmer auf die Beine gestellt. Warum auch Generalunternehmer? Wir haben in dem ersten Schritt die Erfahrung gemacht, dass dort oftmals nicht so richtig klar war, liegt es jetzt an der Infrastruktur oder liegt es am Fahrzeug, die Probleme. Also haben wir gesagt im zweiten Schritt, das kann nicht so sein. Wir wollen das Ganze nur über einen Generalunternehmer haben, der das zu verantworten hat. Deswegen wurde dann auch, EvoBus war dann auch zuständig, nicht nur für das Fahrzeug, sondern auch für die Ladeinfrastruktur. Es wurden zwei neue Linien konzipiert, die ich Ihnen gleich noch kurz vorstelle. Wir mussten die Umlaufplanung anpassen, wir mussten das Fahrfertig machen morgens umstellen, wir mussten die Einsatzplanung umstellen, die Werkstatt, alles Mögliche hat sich da verändert. Zudem ist es so, die Reichweite ist nicht ausreichend von den Bussen. Wir haben bisher da einen 1:1,5 Ersatz umgesetzt. Das heißt, das sind zwei Linien, die man eigentlich mit 2 Dieselbussen fahren kann. Wir setzen dort 3 Elektrobusse um. Aber es ist ein stabiler, emissionsfreier Betrieb, haben wir seit Anfang 2019.
Aufgrund dieser Erfahrung haben wir uns dann auch entschlossen, das Depotladen weiter fortzuführen. Das ist für uns der richtige Weg. Mal kurz diese Erfahrung, die wir gemacht haben, der Linieneinsatz in Heidelberg. Sie sehen hier die Linie 20, die vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus Bergbahn geht. Diese Linie ist eigentlich konzipiert bis zum S-Bahnhof Altstadt hinten, konnte am Anfang so nicht fahren, weil es eine Baustelle gab im hinteren Bereich. Genauso gab es eine Baustelle mit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes. Beides zusammen hätte nicht funktioniert, wenn wir das Ganze mit Gelegenheitslader gemacht hätten. Wir hätten ja die Haltestelle immer irgendwie anfahren müssen. So haben wir hier schon mal einen großen Vorteil gehabt mit dem Depotladen. In Heidelberg auch noch dazu der Vorteil, dass der Betriebshof gerade um die Ecke ist vom Hauptbahnhof. Aber es fahren halt nur der Bus 80 bis 100 Kilometer. Auch bisher fuhr er bis Anfang des Jahres nur von 9 bis 22 Uhr, auch als Verstärker zu einer, weil dort viele Touristen unterwegs sind. Wir haben das aber jetzt dann schon ausgedehnt, dann bereits im September 2019 auf andere Linien, dass morgens auch ein, zwei Busse morgens schon im Schulverkehr im Einsatz sind. Und in der Zwischenzeit haben wir diese Linie verlängert bis ins Neuenheimer Feld. Und die fährt jetzt bis zum S-Bahnhof Altstadt. Bisherige Laufleistung 150.000 Kilometer, die CO2-Einsparung 140 Tonnen und der Energieverbrauch sehen Sie auch dann. Was bedeutet es? Wir haben dort zwei Busse im Einsatz und einen immer im Depot. Das ist hier erkennbar unten auf der Umlaufplanung. Die roten Balken ist dort, welche Busse im Einsatz sind, und die grünen, die dann im Depot zum Nachladen sind. Das Ganze noch für Mannheim. Mannheim ist es dann im Bereich Franklin, Konversionsgebiet, was im Aufbau ist. Das war Anfang 2019, wohnten dort keine 1.000 Menschen. In der Zwischenzeit sind es 3.500 bis 4.000. Es könnten auch schon wieder 5.000 sein. Das wird Tag für Tag immer mehr und mehr. Wir haben hier genau den gleichen Einsatz wie auch in Heidelberg. Es ist halt nur eine viel weitere, eine längere Strecke dorthin zu fahren und es sind auch schnellere Fahrten und die Einsatzzeit geht morgens von 6 Uhr bis 24 Uhr, sodass hier 220 Kilometer pro Bus gefahren wird. Aber Sie sehen auch, das sind die grünen Balken hier, wie oft der Bus dann ins Depot fahren muss, 6-mal. Und das sind immerhin fast 15 Kilometer Strecke zwischen unserem Betriebshof und dem dem Einsatzgebiet. Ein bisschen was noch zu unserem Fazit aus den Schritten 1 und 2. Wir haben mit den Fahrzeugen einen überraschend positiven Einsatz bisher. Wir waren da doch etwas sehr skeptisch, ob das wirklich von Anfang an funktioniert. Das Kundenfelderprobe, also Fahrzeuge mit den Produktionsnummern 3, 4 und 5, wirklich stabil im Einsatz sind. Aber wir wurden positiv überrascht, sie laufen. Die Verfügbarkeiten sind einigermaßen vernünftig schon. Wir haben dort 90%, mal sind es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Die Reichweite leider, gerade im Winter, liegen wir halt mit 120 Kilometern noch sehr weit unten. Da muss halt einfach noch was passieren, aber das werden Sie dann sehen, im nächsten Schritt ist das schon deutlich besser. Was jetzt aber noch hier eine ganz große Rolle spielt, ist die Ladeinfrastruktur. Es sind viele Vorarbeiten und Vorlaufzeiten werden da benötigt. Das ist ganz, ganz schwierig, dann das hinzukriegen, wenn man dort immer sich anschaut, welchen Platz habe ich überhaupt auf den Betriebshöfen. In Heidelberg haben wir dann wirklich eine Stelle gefunden, wo wir dem Betriebsrat und der Geschäftsführung Parkplätze weggenommen haben. Und das ist wirklich zum Schmunzeln, Herr Epple, und der Betriebsrat hat da mitgemacht. Wir haben Ladesäulen aufgebaut mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW. Was bedeuten 150 kW? Ein Einfamilienhaus braucht 7 kW in etwa, hat das eine Anschlussleistung. Das heißt also, wir liegen hier bei 20, 22 Einfamilienhäuser mit einer Ladesäule. Wir haben drei Ladesäulen, für jeden Bus haben wir eine Ladesäule mit 150 kW dort aufgebaut. Wir müssen den Weg vom Trafo bis zur Ladestation erstmal hinkriegen. Das sehen Sie hier unten das Bild in Mannheim. Also einiges an Umbau. In Mannheim war das noch recht einfach. In Heidelberg war es schon schwieriger. Möchte ich jetzt gar nicht so sehr dann drauf eingehen. Wir müssen schauen, dass die Ladeinfrastruktur zusammenpasst mit den Ein- und Ausrückwegen der Busse. Brandschutz
Gutachten, die müssen erstellt werden. Brandschutz zuletzt in Hannover und so sind Busse abgebrannt, also da gibt es auch einiges an Themen. Und dann ein ganz großes Thema, Anschlussleistung. In Heidelberg hatten wir noch eine Anschlussleistung auf dem Betriebshof von 200 Kilowatt gehabt. Nur wir haben ja drei Busse mit jeweils 150 Kilowatt laden wollen. Also waren die Busse tagsüber, dann wurde das gedrosselt, nachts wurde es gedrosselt auf 50 Kilowatt. Und so, dass dort nur mit maximal 150 die drei Busse parallel laden können. Tagsüber ist maximal ein Bus da, so dass die 150 dann gehen und von 10 bis 18 Uhr sind die Ladestationen frei verfügbar. Ja, deswegen auch ein Upgrade muss man dann sich auch immer überlegen. Und deswegen komme ich jetzt zum nächsten Schritt. Schon im Jahr 2019 hat das BMU ein Programm zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV veröffentlicht. Das war schon recht früh für uns. Wir wollten uns eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen, um dann Erfahrungen zu sammeln mit dem zweiten Schritt des Depotladens. Aber dort wurde dann gesagt, ja, ihr kriegt hier Fördergelder, aber es muss eine Teilbusflotte sein. Also es ging nicht hier um 5 Fahrzeuge oder um 10, es mussten schon mehr Fahrzeuge sein. Wir haben deswegen hier eine Förderung beantragt für 30 Solobusse, die an allen drei Standorten zum Einsatz kommen werden. Die Förderung knapp 10 Millionen. Die Busse wurden ausgeschrieben dann. Die Zuschlagserteilung, also 2019 Förderprogramm, dann hatten wir uns beworben darum. Wir haben dann auch in 2019 die Zusage bekommen dazu. Ende 2020 haben wir die Zuschlag erteilt und Ende diesen Jahres, im vierten Quartal, werden die Busse ausgeliefert. Also Sie sehen, hier ist ein sehr langer Zeithorizont auch da. Mit diesen Bussen, die wir jetzt haben, die wird die Reichweite wohl auf 230, 240 Kilometer, das sind Solobusse alles, dann hochgehen. Und damit erwarten wir einen 1:1 Ersatz der Dieselbusse. Was noch ist, wir müssen aber auf eine Ladeinfrastruktur auf allen drei Betriebshöfen bauen, errichten. Wir haben in Heidelberg einen neuen Trafo dann aufbauen müssen. Die 200 Kilowatt reichen natürlich bei weitem nicht. Also wird dort eher auf dem alten Betriebshof, der schon lange abgängig ist, ein neuer Trafo auch mit aufgebaut, den wir dann gegebenenfalls auch umziehen können. In Mannheim und in Ludwigshafen ist es nicht ganz so dramatisch, da können wir das Ganze dann gut umsetzen. Wir haben hiermit dann eine Lösung für die Solobusse. Für die Gelenkbusse sehen wir die batterieelektrischen Antrieb, den rein batterieelektrischen Antrieb nicht als zielführend. Da bräuchten wir zu viel Batterie und müssen hier eine andere Lösung noch überlegen. Oder wir kriegen keine Fahrgäste mehr befördert. Bei den Fahrgästen kann ich im Übrigen sagen, die Kapazität durch die Elektrobusse ist nicht runtergegangen. Die ist in etwa noch genauso hoch. Okay, wir können nicht mehr 100 Fahrgäste nach dem Papier, sondern nur noch 80 befördern. Aber mehr als 65, 70 sollten sowieso nicht in dem Bus drin sein, in dem Solobus. Wir haben uns deswegen im vierten Schritt jetzt entschieden, das ist dann dieses Programm H2 Rivers, H2 Rhein-Neckar, dass wir dort den Elektroantrieb mit einer Brennstoffzelle unterstützen. Die Reichweite ist dann mit den Dieselbussen vergleichbar bei einer Wasserstoffbetankung und diese dauert auch nur ungefähr 10 Minuten und nicht wie bei der elektrischen Ladung, dass es dann mehrere Stunden dauert. Wir können das Ganze dann mit kommunalen Aktivitäten dann auch kombinieren und müssen aber auch die gesamte Wasserstoffkette betrachten, nämlich die Produktion von grünem Wasserstoff ist noch nicht so, bei weitem nicht so weit, wie man das sich vorstellen könnte. Der Nachteil, das sind die ganz hohen Anschaffungskosten, die noch deutlich über den batterieelektrischen Bussen liegen. Das sind halt auch noch Einzelproduktionen, aber wir sind da auch optimistisch, dass das in ein paar Jahren weitergeht. Zudem Aufbau einer eigenen Tankstelleninfrastruktur. Wir brauchen dort einen Platzbedarf von ungefähr 500 Quadratmeter für eine Wasserstofftankstelle. Dieser Platz ist im Betriebshof Heidelberg nicht vorhanden. Es wird dort deswegen in Heidelberg ein neuer Betriebshof gebaut. Also auch dort wieder eine ganz andere Sache. Da passieren Dinge, die man gar nicht am Anfang so sehr auf dem Schirm hatte, die dann aber im Laufe der Strategie zu alternativen Antrieben dann umzusetzen sind. Warum haben wir eigentlich auch uns jetzt entschieden mit diesem Elektroantrieb mit Brennstoffzelle? Das ist für uns so, dass wir jetzt eine große Batterie drauf haben,
die aber dann eine längere Haltbarkeit hat und eine kleinere Brennstoffzelle, sodass wir da Reichweiten auch erreichen und die dann auch im optimalen Bereich beides gefahren werden kann. Und wir hoffen, dass wir dort dann diese Reichweiten von 350 Kilometer auch gut hinkriegen. Wir sind eingebettet in die regionale Wasserstoffstrategie. Also ich hatte schon gesagt, H2 Rhein-Neckar und dann ist ein Projekt nur für Baden-Württemberg. Wir beschaffen uns darüber 40 Wasserstoff-Range-Extender-Gelenkbusse und im H2 Rivers werden 8 Busse, also diese für H2 Rhein-Neckar ist für Mannheim und Heidelberg und H2 Rivers ist dann ein Projekt, was in der gesamten Region wirkt und auch in Rheinland-Pfalz, sodass wir da für Ludwigshafen 8 Busse darüber noch beschaffen. Die Tankstelle wird nicht von uns selber aufgebaut oder betrieben. Da haben wir dann uns H2Mobility bedient, die schon diese ganze Infrastruktur in ganz Deutschland aufbauen. Der Wasserstoffbezug, da wird also die gesamte Wasserstoffkette betrachtet in dem Ganzen. Und wir wollen halt schauen, dass wir diesen Wasserstoff in den Mobilitätsanwendungen etablieren. Einsatz von möglichst grünem Wasserstoff ist natürlich wünschenswert. Naja, da müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Das Fahrzeugkonzept, hatte ich gerade schon gesagt, ist also dieses batterieelektrische Grundfahrzeug mit der Brennstoffzelle zur Reichweitenverlängerung. Was noch ein Vorteil ist von dem Ganzen, ist die Lagerung. Eine Tankstelle wir können Wasserstoff bis zu 3 Tonnen, kann man ohne weiteres lagern. Da braucht man nur die Zustimmung vom Bauamt. Wenn man über 3 Tonnen ist, dann braucht man eine Zustimmung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Wir brauchen für einen Standort ungefähr, mit rein Wasserstoffbus bräuchten wir eine gute Tonne, mit dem Range Extender so ungefähr eine halbe. Die Herausforderung ist natürlich so, das Geld muss her. Die Busse sind noch sehr viel teurer, die ganze Tankstelleninfrastruktur muss aufgebaut werden. 50% der Mehrkosten, ja, das ist zwar schön, dass man die kriegt, aber da verbleiben halt immer noch 50%, die dann kommunal getragen werden müssen. Und natürlich hier der grün erzeugte Wasserstoff ist bisher nur begrenzt verfügbar. Wir müssen einfach schauen, wie kriegen wir dort noch mehr grünen Wasserstoff her. Ansonsten nützt es uns auch nichts, wenn wir den Wasserstoff weiterhin ökologisch nicht sinnvoll erzeugen. Der Fahrzeugmarkt ist noch in der Entwicklungsphase, aber wir sind dabei und hoffen, dass wir doch bald serienreife Gelenkbusse haben werden. So, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Prüfer. Es ist immer erfrischend, einen Praktiker zu hören. Ich hoffe erstmal, dass neben dem Betriebsrat auch die Geschäftsleitung bereit war, die Parkplätze herzugeben. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Also das freut mich dort an der Stelle denke ich, ganz besonders. Es sind einige Fragen reingekommen. Jetzt zum Beispiel zum Thema Winterbetrieb und Heizen. Können Sie mal sagen, was denn ein Winterbetrieb bedeutet in der Verkürzung der Reichweite? Ja, also die ganzen Reichweitenangaben, die ich gemacht habe, gelten für den Winterbetrieb. Okay. Das ist also so, dass der Winterbetrieb, das Heizen, brauchen etwa genauso viel Energie wie das Fahren. Und wir haben das gerade gemerkt in Heidelberg, ne, im Vergleich zu Mannheim. In Heidelberg, der Verbrauch je Kilometer an Energieverbrauch war deutlich höher gewesen, weil wir ganz wenig Kilometer dort auf der Strecke nur fahren. Mhm. In Mannheim war es dann deutlich niedriger, aber wenn wir das Ganze auf die Betriebsstunde umgerechnet haben, waren die Werte fast identisch. Ne. Also da sieht man deutlich, das Heizen verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und das ist halt gegenüber dem Dieselbus nachteilhaft. Beim Dieselbus kommt es halt aus dem Motor, von den Abwärmen daher. Das ist hier nicht der Fall. Ja, die Abwärme ist auch zum Thema Brennstoffzelle, war das eine Frage. Ist das dann nicht auch der gleiche Effekt? Die Brennstoffzelle erzeugt ja auch ein bisschen Abwärme. Könnte man die nicht dann besser nutzen, um auch die Reichweite zu erweitern? Darauf setzen wir, dass das auch mitgenutzt werden kann. Mhm. Nicht im gleichen Umfang wie beim Verbrennermotor, das wird nicht der Fall sein, aber dass es auch uns hilft, dann ein bisschen Energie zu sparen beim Heizen. Ja, ich habe auch mitbekommen, dass es gar nicht so einfach ist, in die Praxis das Thema einzuführen, weil neben den Bussen oder neben dem Fahrzeug ist ja auch die Infrastruktur aufzubauen, sind ja nicht häufig die kurzen Ausschreibungsfristen
der Städte ein Problem, weil sie brauchen ja unter Umständen für so nach Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, das geht mal nicht in 4 Wochen herzubekommen. Können Sie da was drüber sagen? Ja, also wir als RNV haben da den großen Vorteil, wir sind betraut von unseren Städten und wir sind in enger Abstimmung mit den Städten und bauen das gemeinsam auf. Also in Abstimmung mit der Stadtplanung, mit der Verkehrsplanung, mit den Altunternehmen, auch wegen der Förderung, das bauen wir gemeinsam auf. Aber wenn man jetzt was ausschreibt, also wir haben hier Zeitfenster, Sie haben es gesehen, bei dem Hochlauf. Wir haben dort, die Förderung kam im Jahr 2019 und wir bauen das Ganze bis Ende 2021 haben wir das aufgebaut. 2,5 Jahre. Das geht nicht mehr so schnell, wie es bei einem Verbrennermotor ist, dass man einfach ausschreibt und dann denkt, ja, der Dieselbus wird jetzt ersetzt durch alternative Antriebe. Nein, es wird zu Änderungen führen im gesamten Betriebsablauf. Sie brauchen neue Infrastruktur. Und wer soll bitte schön die Infrastruktur betreiben? Das Verkehrsunternehmen? Oder sind Sie als Aufgabenträger, als Verwaltung, als Stadt dazu nicht verpflichtet, diese Infrastruktur zu betreiben? Aber das ist Wettbewerbsthemen, da halten wir uns lieber zurück. Wir als RNV wissen, was wir zu machen haben. Ganz schnelle letzte Frage. Wie lange dauert denn so ein Ladevorgang für einen Bus? Wie viele Stunden? Wir brauchen mit dem Bus ungefähr 3 Stunden über Nacht, erwarten wir, 2 bis 3 Stunden. Tagsüber, also wenn er mit weniger Energie geladen wird, kann es auch mal länger dauern. Das geht hin, aber das Tanken dauert halt nur 10 Minuten. Alles klar. Vielen Dank, Herr Prüfer, für den interessanten Praxisbeitrag. Wir kommen nun zu Frau Dr. Wagner, die wird uns jetzt auch gleich wieder zugeschaltet. Hallo Frau Dr. Wagner. Grüß Sie. Ja, ganz kurze Info oder Introduktion. Frau Silke Wagner arbeitet seit mehr als 25 Jahren an der Entwicklung und Globalisierung innovativer Technologien. Seit 20 Jahren mit dem Schwerpunkt Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Ich glaube, der Herr Schaluske hat erzählt, dass diese Membran bei der Brennstoffzelle ein ganz wichtiges Bauteil ist und ich glaube, Sie haben sich ganz lange mit dieser Membran bei Ihrer Firma schon beschäftigt. Sie ist nämlich promovierte Polymerchemikerin, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, also ich lerne ja auch immer wieder neu dazu, ist seit 1993 bei der Freudenberg-Gruppe tätig, wo sie in unterschiedlichen Führungspositionen bereits innehatte. So verantwortet sie beispielsweise den Aufbau der neu gegründeten Geschäftsgruppe Freudenberg Fuel Cell Technologies. Heute koordiniert Frau Dr. Wagner innerhalb des Konzernfunktion Freudenberg Technology Innovation unter anderem die Aktivitäten der Technologiegruppe im Wasserstoffbereich. So, sie ist in ganz zahlreichen Gremien tätig, auch im Wasserstoffrat der Bundesregierung und dort ist sie auch tätig, koordiniert sie die Belange der Zulieferindustrie. Sie wird uns jetzt, oder meine Frage vielleicht, das Thema Wasserstoff, hat es jetzt Fahrt aufgenommen? Sie sind ja im Wasserstoffrat da drin. Welches Thema hat aus Ihrer Sicht dann besonders schnell jetzt nach vorne gekommen? Können Sie da uns vielleicht was aus dem Nähkästchen erzählen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich muss mich entschuldigen, ich habe hier irgendwie ziemliche Internetprobleme. Also es kann sein, dass ich etwas verzögert rüberkomme. Die nationale Wasserstoffstrategie ist ja im Juni letzten Jahres veröffentlicht worden. Und im Zuge dieser Veröffentlichung wurde auch der Nationale Wasserstoffrat in Leben gerufen, der die Aufgabe hat, letztendlich die Ziele, die in der Strategie vorgesehen sind, in einer Aktion auch umzusetzen, der Politik Empfehlungen zu machen, welche Maßnahme sie mit welcher Priorität, welche Rahmenbedingungen wir brauchen, also eine Roadmap zu machen. Und wir haben sehr, sehr intensiv in den letzten Monaten gearbeitet. Wir hatten alleine 10 Plenarsitzungen im vollen Gremium, viele, viele Aktivitäten in Untergruppen. Und das Ergebnis haben wir am letzten Freitag ans Kanzleramt übergeben. Und das ist ein Wasserstoffaktionsplan, in dem wir eben sagen und vor allem auch 80 Einzelmaßnahmen festschreiben und priorisieren, die jetzt als Blaupause auch genutzt werden sollen und den Fahrplan bis 2025, 2035 festlegen.
Ganz prioritär dabei ist ja die Frage der Erzeugung des grünen Wasserstoffes. Wo soll das passieren? Wir brauchen die entsprechenden Technologien, wir brauchen den Hoflauf dafür, wir brauchen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wir müssen uns über die Infrastruktur Gedanken machen, denn das Thema in den Anwendungen ist ja bekannt, also vor allem im Verkehr ist es ja seit 20 Jahren bekannt. Aber die Bedeutung des Wasserstoffs auch zur Dekarbonisierung der Industrie, Stahl, Zement oder chemische Industrie ist ja jetzt ein Thema, was ganz, ganz hohe Priorität genießt. Denn das sind Fragestellungen, wo wir eine Dekarbonisierung nicht über eine Elektrifizierung erreichen können. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Wagner. Wir hören Sie jetzt zum Thema Herausforderungen der Zulieferindustrie. Freudenberg, klimafreundliche Antriebstechnologien. Wir sind zeitlich etwas hinterher, Frau Dr. Wagner. Vielleicht können Sie ja ein bisschen aufholen. Ja, dann gehen wir doch direkt zu Folie 3. Und wenn es Ihnen recht ist, stoppe ich mein Video mal kurz. Jetzt, wenn wir durch die Folien gehen, dann ist es vielleicht ein bisschen besser in der Übertragung. Ich wollte Ihnen zum Einstieg ganz kurz die Freudenberg-Gruppe vorstellen. Und zwar nicht jetzt, um die ganzen Zahlen, Daten und Fakten zu machen, sondern um Ihnen ein typisches Portfolio einer Zulieferindustrie zu zeigen. Also Freudenberg ist eine global aufgestellte Gruppe und wir haben in Aktivitäten in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen und das mag vielleicht auf den ersten Blick wie ein Bauchladen aussehen, aber das hat eine gewisse Systematik. Wir haben die Hälfte des Umsatzes machen wir mit dichtungs- und schwingungstechnischen Komponenten, wo wir uns auf ganz spezielle Fragestellungen konzentrieren, sei es Dichtung oder Schwingungstechnik oder eben auch in Öl und Gas, wo wir auf einer bestimmten Technologieplattform letztendlich eine technische Funktion realisieren. Das ist ein großer Bereich. Dann haben wir eine andere Plattform, wo letztendlich der grundlegende Faktor, wir stellen Funktionen als Fließstoffe her. Diese Fließstoffe finden Sie in ganz, ganz vielen Themen Anwendung, zum Beispiel auch im Batterieseparator. Das zeige ich Ihnen nachher auch noch, was wir in der Brennstoffzelle haben. Aus Fließstoffen machen wir auch Filter. Das ist ein anderer großer Bereich. Wir machen Spezialchemikalien, wo wir zum Beispiel Schmierstoffe machen, aber bis hin auch Spezialchemikalien, zum Beispiel Beschichtungen von Gummibärchen. Und wir sind in einem Consumer-Bereich tätig, das ist der Freudenberg Haushalt- und Cleaning-Produkte. Also erstmal zunächst sehr, sehr breit aufgestellt. Nächste Folie bitte. Und das, was für uns typisch ist und für viele, viele andere Zulieferer auch, wir liefern sozusagen Hightech im Verborgenen, ganz wichtige technische Funktionen. Und diese Funktionen finden Anwendung in 5 Märkten, also natürlich Automobil, in der Industrie, in der Chemie, im Medikalbereich, also in vielen großen verschiedenen Märkten und ist in über Tausenden von Anwendungen zu finden. Dritte Folie. Und könnten Sie die nächste bitte machen? Und ich würde im Prinzip ganz kurz sozusagen mit diesem Entree schon mal so eine Art Steckbrief machen. Was ist mir wichtig, wenn wir einen Zulieferer charakterisieren? Also typischerweise ist er Spezialist für eine spezifische technische Funktion, wie eine Dichtung, wie ein Schmierstoff. Die ist meistens nicht so präsent, vielleicht für manche auch etwas unsexy, aber wenn sie versagt, dann haben wir wirklich große Probleme. Und der Zulieferer verfügt über die entsprechende Fertigungsplattform. Das heißt zum Beispiel bei Dichtung ist es, dass wir Elastomere machen, sie fertigen, Produkte in Serie herstellen. Dafür brauchen wir aber, um unseren Job richtig zu erfüllen, ein fundiertes Verständnis für die Anwendung. Also es reicht nicht, mach mal eine Dichtung, sondern wir müssen auch verstehen, wie ein Simmering im Verbrenner funktioniert. Wir müssen verstehen, welche Aufgabe eine Dichtung in der Brennstoffzelle hat. Die Aufgabe eines Zulieferers ist auch, wenn man die Fragestellung kriegt, kannst du mir eine Lösung hierfür bieten, dass man die Fragestellung in kritische Produkteigenschaften übersetzen kann. Und wenn ich eine Produkteigenschaft habe, es muss, sagen wir mal, einen bestimmten Liniendruck haben, es muss eine gewisse Lebensdauer haben, dass wir uns überlegen, wie sieht dann das entsprechende Produkt dafür aus.
Das heißt, wir überlegen uns, aus welchen Werkstoffen wollen wir das Produkt aufbauen oder herstellen, mit welchen Fertigungsprozessen wollen wir es haben. Wie gesagt, Produktdesign ist ein ganz relevantes Thema. Wir müssen aber auch in der Lage sein, die kritischen Eigenschaften einer solchen Komponente, einer solchen Funktion testen zu können. Und zwar immer in den relevanten Anwendungen. Sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel eine Dichtung in einem Getriebe, in einem Windrad ganz anderen Belastungskollektive ausgesetzt ist, als wenn ich über einen Simmering rede. Wir werden zunehmend gefragt, natürlich auch für Einsätze, und jetzt nehme ich wieder das Beispiel Offshore, dass man sagt, ich muss aber wissen, ob das Produkt hält. Und zwar nicht nur 3 Jahre, sondern auch 25 Jahre. Das heißt, man muss in der Lage sein, die Eignung für den Einsatz eines Produktes und die Lebensdauer auch vorhersagen zu können und hier wirklich auch simulieren zu können. Denn wir haben für viele Technologien, wenn wir uns dann die Zeitachsen anschauen, gar nicht die Möglichkeit, 25 Jahre zu testen, ob das dafür überhaupt geeignet ist. Und dann kommt natürlich hinzu, man muss in der Lage sein, etwas liefern zu können. Und zwar in verschiedenen Stückzahlen und das auch global. Das ist auch eine ganz wichtige Facette, die abgebildet werden muss. Und was mir in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig ist zu sagen, ein Zulieferer kann immer nur eine Technologieentwicklung unterstützen, sei es jetzt die E-Mobilität in verschiedenen Sachen oder neue Antriebskonzepte. Wir werden es aber nicht treiben. Nächste Folie bitte. So, kurz, was machen wir in der Mobilität? Und das Bild, das hat der Herr Schalowske vorhin ja eigentlich auch schon gezeigt. Natürlich haben wir verschiedene Antriebskonzepte und natürlich liefert Freudenberg ganz, ganz unterschiedliche Produkte in alle Antriebskonzepte. Das ist auch unser Job. Wir müssen sie begleiten und befähigen, dass sie überhaupt umgesetzt werden können. Und im Bereich Brennstoffzelle, ich habe das jetzt einfach mal ausgegriffen, liefern wir auch einiges. Wir machen Themen im Bereich Stack, wir machen aber auch Systemkomponenten, wir machen aber auch natürlich Schmierstoffe und Komponenten für die Batterie, die wir reinliefern. Können Sie ganz kurz auf das Video klicken? Freudenberg steht immer an der Spitze der technologischen Entwicklung und sucht nach neuen Wegen, um Mobilität noch effizienter, sicherer und wirtschaftlicher zu machen. Seit dem Einstieg in die Brennstoffzellenforschung hat Freudenberg schon viele Erfolge erzielt. Und auch in der jüngsten Zeit haben wir wichtige Durchbrüche erzielt, die unseren Produkten zugutekommen. Brennstoffzellen wandeln Wasserstoffgas in Strom um. Die Wasserstoffmoleküle werden in Protonen und Elektronen aufgespalten. Die Protonen durchlaufen eine Membran und die Elektronen werden umgeleitet und erzeugen dadurch Strom, der einen Elektromotor antreibt. Auf der anderen Seite der Membran verbinden sich die Moleküle mit Sauerstoff zu Wasser, dem einzigen Nebenprodukt der Brennstoffzelle. Wenn die einströmende Luft nicht sauber ist, kann die Brennstoffzelle blockiert oder sogar beschädigt werden, was die Leistung beeinträchtigt. Brennstoffzellenfilter von Freudenberg entfernen alle Partikel, Salzpartikel und schädlichen Gase und maximieren dadurch die Leistung von Brennstoffzellen. Der Freudenberg-Befeuchter nutzt einen passiven, energieeffizienten Prozess zur Luftbefeuchtung. Wasserdampf, den die Brennstoffzelle als Nebenprodukt erzeugt, befeuchtet die trockene Zuluft. Wasserstoffpartikel sind klein genug, um die meisten Materialien zu durchdringen. Deshalb hat Freudenberg ein spezielles Dichtungsmaterial entwickelt, das sicherstellt, dass die Wasserstoffprotonen durch die Membran wandern und nicht entweichen können. Neben ihrer geringen Größe bilden Wasserstoffmoleküle eine Umgebung, die das Material schädigen kann. Freudenberg nutzt seine Materialkompetenz, um Dichtungen zu entwickeln, die langlebiger sind als die von Wettbewerbern. Die Komponente, die die Ströme über die Brennstoffzellenoberfläche steuert und gleichmäßig verteilt, wird als Gasdiffusionslage oder GDL bezeichnet. Zusätzlich ermöglicht eine mikroporöse Schicht, die MPL,
eine noch bessere Verteilung und verbessert die Brennstoffzellenleistung deutlich, während sie die empfindliche, katalysatorbeschichtete Membran schützt und unterstützt. Dank der Material- und Prozesskompetenz von Freudenberg kann die GDL eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Brennstoffzelle spielen. Dies ermöglicht eine optimale und sichere Leistung in einem breiten Spektrum von Umgebungen und Bedingungen. Darüber hinaus bietet die GDL den Kunden eine größere Flexibilität im Gesamtdesign des Brennstoffzellen-Stack und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu einer wirtschaftlichen Stack-Technologie. Mit über 20 Jahren in der Brennstoffzellenforschung verfügt Freudenberg über das Know-how und die Produktionskapazitäten, um diese Produkte in hoher Qualität und in großen Stückzahlen herzustellen und den serientauglichen Einsatz der Brennstoffzellen zu ermöglichen. Die Mobilität von morgen erfordert hohe Innovationskraft und nachhaltige Lösungen. Freudenberg ist bereit. Und das schon heute. Okay, ganz herzlichen Dank. Vielleicht gehen Sie kurz zur Folie zurück. Ich greife jetzt mal das Thema. Seit 20 Jahren sind wir in diesem Thema aktiv. Und das ist mir eigentlich auch noch mal wichtig zu sagen, wie ein Zulieferer in solche Themen kommt. Und das ist etwas, wo wir vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen anderen Weg wählen wollen. Vor 20 Jahren sind wir als Firma, man analysiert Trends. Es gab in Kalifornien die Low Emission Vehicle Regulation. Da wurde das Thema Brennstoffzelle war eine der Schlüsseltechnologien und der Vorstand hat gesagt, das müssen wir uns unbedingt angucken. Wir verkaufen 40% von unseren Komponenten unter die Motorhaube. Wenn wir nicht mehr den Verbrenner haben, dann wird uns sehr, sehr viel Geschäft verloren gehen. Also haben wir uns vor 20 Jahren begonnen, uns mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Und die ersten beiden Komponenten, die für uns die wir identifiziert haben, war die Dichtung. Jeder Stack muss gedichtet werden. Und Sie haben ja kurz im Film gesehen, welche Aufgaben die Dichtung übernehmen muss. Und die Gasdiffusionsschicht. Könnten Sie die nächste Folie machen? So, die Gasdiffusionsschicht, Herr Epple, die liegt neben der ganz dünne Membran. Sie ist aber auch im Stack und sie ist quasi so eine Brückenkomponente und die muss sehr, sehr viele Aufgaben übernehmen. Also sie liegt zwischen der Membran und der Bipolarplatte und hat den Job, alle Transportprozesse, also alle Stofftransporte, Sauerstoff, Wasserstoff, aber auch Wasser plus elektrische Leitung und Wärme in quasi auch im Regenstrom zwischen diesen Bereichen zu managen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Nächste Seite bitte. So, und wie gesagt, wir wussten, dass das ein Thema ist. Es gab damals natürlich überhaupt keine Spezifikation und wir mussten uns erstmal überlegen, wenn das die Aufgaben einer Gasdiffusionsschicht sind, wie bringe ich die denn in ein Produkt? Und wir haben uns, der Weg, man braucht einen karbonisierten Fließstoff, das ist oben rechts im Bild, dieser dicke Bereich, der wird typischerweise imprägniert mit einer mikroporösen Beschichtung. Und das muss man darstellen. Und dann muss man natürlich auch in der Lage sein, also erstmal fertigen. Das war für Freudenberg auch in bestimmten Prozessschritten neu. Wir konnten zwar Fließstoffe auch in Millionen von Quadratmetern herstellen, aber leider nicht in elektrisch leitfähig, also wo wir jetzt Carbonfasern brauchen, wo wir eben auch ganz andere Funktionalitäten abbilden müssen. All das mussten wir lernen und im Prinzip dafür auch, oder nicht nur im Prinzip, wir mussten dafür auch Testmethoden aufbauen. Und was man auch sagen muss, das gilt auch für die Dichtung, dass die Anforderungen in Bezug auf Präzision, in Bezug auf Reproduzierbarkeit wirklich zum Teil die technischen industriellen Grenzen fast ausreizt. Also Dickenschwankungen, Fehler und so weiter, es muss alles so, so minimal sein. Das heißt, wir arbeiten hier auch wirklich in Grenzen, die wir vorher zum Teil nicht hatten. Ganz abgesehen davon, dass wir hier auch ganz, ganz unterschiedliche Funktionalitäten abbilden müssen, auf die wir uns erstmal einstellen müssen, diese ganzen Transportprozesse. Eine Gasdiffusionsschicht wird in einem 7- bis 8-stufigen Prozess hergestellt. Nächste Folie bitte. So, und wie sind wir vorgegangen? Wie gesagt, vor 20 Jahren haben wir gestartet und dann auch wieder typisch, nachdem wir die ersten Prototypen hatten und so ein bisschen was wussten, sind wir erstmal auf Weltreise gegangen. Wir waren in allen Regionen der Welt, in USA, auch stark in Asien, auch in Europa, haben
uns bei allen relevanten Playern vorgestellt und haben gesagt, hier ist etwas, was wir können. Wir sind ein Fließstoffhersteller, wir haben viele Technologien im Haus. Wir sind überzeugt davon, dass wir hier ein guter Partner sind. Wir mussten uns anbieten. Das war ganz, ganz wichtig, weil sozusagen auf uns freiwillig zugekommen, kannst du uns das herstellen, ist quasi niemand. Es war auch wichtig, dass wir direkt einen globalen Ansatz gewählt haben. Denn letztendlich, ich nehme jetzt das Beispiel Brennstoffzelle, kam die Initialzündung aus USA. Europa hat sehr viel aufgegriffen und kommerzialisiert wurde sie dann in Asien. Es ist auch wichtig dabei, dass man natürlich das permanent weiterentwickelt und für uns überlebenswichtig, dass wir nicht nur auf den Markt Mobilität gesetzt haben, der ganz am Anfang, und es war dann noch Pkw-Mobilität, entscheidend war, sondern dass wir die Brennstoffzelle als eine Technologie gesehen haben, eine Fertigungsplattform bereitgestellt haben, dass wir die Anforderung für verschiedene Anwendungen der PEM-Brennstoffzelle realisieren können. Und zwar, also wie gesagt, nicht nur Mobilität, sondern vor allem auch den stationären Bereich oder Flurfahrförderfahrzeuge. Und die Technologie, die wir jetzt entwickelt haben, die ist auch ohne weiteres geeignet, bestimmte Aufgaben in der Elektrolyse, die ja jetzt industrialisiert werden soll, zu übernehmen. Wir haben einen hervorragenden Fertigungsprozess, sind weltweit dort auch positioniert, aber wir müssen jetzt noch weiter industrialisieren. Es geht ja nicht nur um ein paar Millionen Quadratmeter, sondern wenn das Thema kommt, brauchen Sie wirklich 50 bis 100 Millionen Quadratmeter. Und das ist genau der Punkt, den wir jetzt auch über einen sogenannten IPCEI-Antrag, also Important Project of Common European Interest, wo es neue Förderinstrumente gibt, wo jetzt auch die Industrialisierung gefördert werden soll im europäischen Verbund. Denn einen solchen achtstufigen Prozess mit sehr, sehr teuren Technologien nochmal um eine ganze Dimension zu erweitern, ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung und extrem investitionsintensiv. Abgesehen davon, dass dann natürlich auch einige Prozessentwicklungen noch stattfinden müssen. Nächste Folie bitte. Anders war es zum Beispiel mit dem Kathodenzuluftfilter. Der war am Anfang überhaupt nicht auf dem Radarschirm. Und das haben wir dann im Laufe der Zeit erst gelernt, dass auch das eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, bei der Freudenberg einen Beitrag leisten kann. Denn wir haben ja einen Geschäftsbereich, der Luftfiltration macht. In der Brennstoffzelle, Sie haben es eben im Film gesehen, der Katalysator darf gar nichts sehen. Das ist eine sehr, sehr herausfordernde technische Filtration und damit auch eine ganz wichtige Lebensdauer bestimmte Komponente. Die Herausforderung ist aber, überhaupt mal vernünftige Spezifikationen für den Einfluss der Zuluftqualität zu bekommen. Und können wir sowas testen? Als Filterlieferant müsste ich, um diesen Einfluss sauber testen zu können, Brennstoffzellensysteme für ganz unterschiedliche Anwendungen mit der Luftqualität von ganz unterschiedlichen Standorten in der Welt darstellen. Das geht gar nicht. Da wären wir vollkommen überfordert. Das heißt, das sind Aufgaben, die müssen andere übernehmen. Und die haben wir vor einigen Jahren tatsächlich, das war eine der wesentlichen Stellen in China, hatten wir dann auch Kooperation mit den Universitäten, die ja da eine wichtige technologietreibende Rolle übernimmt, dass wir auch Rückmeldung zu diesen Fragestellungen bekommen. Kathodenzuluftfilter ist eine Systemkomponente. Insofern sind da die Stückzahlen auch gering und nicht mit dem Multiplikator eines Stacks, wie wir es zum Beispiel da bei der Gasdiffusionsschicht haben. Das heißt, wir müssen hier modulare Ansätze entwickeln, die auf die verschiedenen Fragestellungen hingeeignet sind. Die Stückzahlen sind weiterhin gering und wir brauchen aber Zeit, um eine Serie auch vorzubereiten, weil die verschiedenen Anwendungen, Automobil, Industrie oder stationär, Sie haben ja auch ganz unterschiedliche Fragestellungen auch in Hinsicht der Qualitätskonzepte. Letzte Folie bitte. So, also im Prinzip, was ist notwendig? Ein kurzes Fazit nochmal. Wir müssen ja die Geschwindigkeit extrem erhöhen in der Transformation. Das ist ja auch vorhin noch mal angesprochen worden. Und der Anspruch ist ja auch dabei, egal jetzt mal in welcher Technologie, dass wir Hightech aus Deutschland realisieren und natürlich auch exportieren wollen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir eine noch sehr viel stärker
partnerschaftlich orientierte Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette haben, dass der Zulieferer frühzeitig eingebunden ist, am Anfang der Entwicklung und nicht erst sozusagen als Firefighting, oh, jetzt habe ich festgestellt, dass die Dichtung nicht tut und jetzt musst du irgendwie unter all den Rahmenbedingungen, die dann häufig nicht optimal oder ideal sind, noch schnell eine Lösung finden. Dass wir auch klare Bekenntnisse zu einem Technologiepfad haben. Also wenn wir jetzt das Thema Brennstoffzelle in der Mobilität sehen, dann gab es ja hier zumindest in Deutschland und Europa ziemliches Auf und Ab, immer wieder wechselt. Und jetzt sind wir ja bei dem Thema Brennstoffzelle im Heavy Duty angelangt. Wir brauchen Planbarkeit in der Umsetzung. Wir brauchen wirklich Zeit, auch zu industrialisieren. Das sind komplexe Herstellungsprozesse, wie gesagt, die extreme Herausforderung auch in Bezug auf die Reproduzierbarkeit und die Qualitätsansprüche haben. Und das schafft man eben nicht mal so von heute auf morgen. Da braucht man Zeit. Und wichtig ist auch, dass wir dieses tolle Instrument der IPCEI-Projekte jetzt auch ganz zügig umsetzen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Wagner. Ein Plädoyer für eine neue Art der Zusammenarbeit, ganz klar an der Stelle. Ich glaube, Ihr Vortrag hat gezeigt, wie komplex eine solche Entwicklung ist und was dort alles zu beachten ist an der Stelle. Deshalb nochmal die Frage, dieses Wissen ist ja jetzt überall in der Welt verteilt. Und ich kenne bisher die Automobilhersteller, die eher überschaubare Pakete Ihnen übergeben mit einer Spezialaufgabe. Sie müssten doch eigentlich schon in der Technologiedefinition der OEMs mit eingebunden sein, um dann mit allen Beteiligten im Netzwerk das Produkt dann zu Ende zu führen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Und ich habe jetzt irgendwie ein Echo auf meinem Lautsprecher. Das ist ja weltweit sehr unterschiedlich. Und ich nehme jetzt mal ganz bewusst das Beispiel Japan, wo ein OEM vor Jahren denn schon zu dem Zulieferer kommt, zu unserem Partner, unserem Dichtungspartner in Japan und sagt, ich brauche eine Dichtung und ich gehe den Weg mit dir die nächsten Jahrzehnte. Die sind über die gesamte Zeit extrem intensiv in die gesamte Technologieentwicklung mit eingebunden. Wenn wir das in Europa sehen oder auch in Amerika, machen wir eigentlich die ganzen Zyklen auch der Automobilindustrie mit, die ja auch mehrmals quasi, ihre Position und ihre Aktivitäten geändert haben. Und der Austausch auch, was benötigt wird, ist wahrscheinlich nur dann wird er sehr, sehr offen, wenn man quasi schon ausgewählter Zulieferer ist. Das ist ganz holzschnittartig genannt. Also das gilt nicht für alle, nur letztendlich dann doch erst, wenn man zu den auserkürten Letzten gehört und nicht, dass man gewisse Anforderungen, vielleicht auch in etwas generischer Natur, schon mal mehr auch in die Breite kommuniziert, damit die Zulieferer, egal ob das jetzt einer wie Freudenberg ist, ein KMU oder auch selbst ein Start-up, sich daran orientieren kann, hier wird noch eine Lösung gesucht. Und ich muss nicht bottom-up mir überlegen, wird irgendwas von dem, was ich kann, gebraucht, sondern man kriegt auch top-down einen stärkeren Rahmen, an dem man sich orientieren kann, um eigentlich sehr schnell auch an Lösungen mitzuarbeiten und nicht erst rauszufinden, ist da überhaupt eine Technologie, die mich benötigt. Ja, ich glaube, Sie haben das auf den Punkt gebracht. Eine neue Form der Zusammenarbeit ist hier dringend notwendig. Vielleicht eine letzte Frage kurz. Machen Sie das alles alleine oder arbeiten Sie mit Universitäten oder Fraunhofer-Instituten zusammen, die einen Teil dieser Forschungsarbeit übernehmen? Nein, natürlich, das ist immer so. Sie müssen entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, einfach auch, weil einerseits die Sachen viel zu sehr interagieren oder wechselwirken miteinander. Dann natürlich auch, wenn man in solche Themen reingeht, es gibt ja viele Fragestellungen, wo man noch nicht Experte ist. Und da ist die Zusammenarbeit mit der Forschungslandschaft extrem wichtig und interessant und notwendig, um auf Speed zu kommen. Und in der Weiterentwicklung fallen ja auch immer wieder neue Fragen an, wo man sagt, das ist eigentlich eher die Aufgabe der Forschung. Könnt ihr euch um dieses Thema kümmern? Denn unser Job ist letztendlich dann ja auch, etwas zu industrialisieren. Und da ist es auch wichtig, dass man eine klare Rollenverteilung hat,
denn wir brauchen alle Player in ihren Rollen, damit wir jetzt wirklich Fahrt aufnehmen. Ja, super Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Wagner, für Ihren super interessanten Vortrag. Ich werde mit Ihnen weiter Kontakt halten, weil das hat mich schon total beeindruckt. Vielen Dank. So. Ganz herzlichen Dank. Ja, kommen wir zum letzten Punkt bei uns, das ist Frau Dr. Elisabeth Dütschke. Vielleicht ganz kurz Hintergrund. Sie studierte Psychologie. Wir werden auch gleich wissen, wieso das so wichtig ist jetzt in Ihrem jetzigen Umfeld, was sie zu tun hat. Betriebswirtschaft und Marketing. Ihre Doktorarbeit wurde mit dem Förderpreis Südwestmetall als herausragende Arbeit ausgezeichnet. Sie hat neben der Wissenschaft Erfahrung in der Beratung privater und öffentlicher Organisationen sowie im Journalismus und in der akademischen Lehre. Seit 2009 ist sie als Senior Scientist am Fraunhofer ISI, also wie der Herr Wietschel, der ist ja auch am ISI. Und seit März 2019 ist sie die Leiterin im Geschäftsfeld Akteure und Akzeptanz in der Transformation des Energiesystems. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf dem Menschen als Akteur. Also wir müssen uns ja alle ein Stück weit verändern dann in diesen Prozessen, in diesen Energiesystemveränderungen. Sie ist verantwortliche Ansprechpartnerin für gesellschaftliche Fragen der Energiewende am Institut. Ja, ein ganz spannendes Thema, weil wir haben ja immer, wir hören ja immer wieder von Protesten, von langen Prozessen in der Genehmigung und der Bürgerbeteiligung. Welche Rolle spielt in Ihrer Ansicht nach die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Verkehrswende aus Ihrer Sicht und den doch vielfältigen technologischen Lösungen? Ja, ich glaube, das wird ja die spannende Frage werden, wie wir das als Gesellschaft schaffen, diese technologischen Lösungen, wo es ja jetzt auch eine Bandbreite voll gibt, wo wir ja heute auch wieder viel gehört haben, jetzt letztlich, wie wir das voranbringen und wie wir das dann auch leben als Gesellschaft. Denn es kommt ja viel auf Veränderungen auf uns zu, als auf uns als Privatpersonen, aber auch bei der Arbeit, in den Unternehmen. Ich denke, da war der letzte Vortrag ja auch sehr erhellend, genauso wie der Vortrag über die Busse davor, was das alles an Veränderungen im Kleinen und im Großen bedeutet. Und ja, da hoffe ich Ihnen jetzt gleich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen zu können. Ja, super, vielen Dank. Ihr Vortrag heißt Akzeptanz für Veränderung, Frau Dr. Elisabeth Dütschke vom Fraunhofer ISI. Genau. Ja, Akzeptanz für Veränderung, weil ich meine, das ist es, worum es geht. Ne? Es geht um ganz schön viel Veränderung. Wenn wir uns als Gesellschaft die Verkehrswende vornehmen, wir diskutieren viel, ja heute und hier auch, reden wir drüber, haben auch schon jetzt eben die letzten zwei Stunden, wie ich dabei war, es gibt vieles, was geht in die gleiche Richtung, ja, was ist mit Elektro, was ist mit Wasserstoff, an welcher Stelle setzen wir es ein, aber es gibt eben auch, ich denke an der einen oder anderen Stelle, haben wir die auch gesehen, haben die Vorredner und Rednerinnen ja durchaus auch ein bisschen verschieden argumentiert, also wir ringen als Gesellschaft. Das zu analysieren, ist das, was ich den ganzen Tag mache. In meinem ersten Vorgespräch mit dem Herrn Eppler hat er mir gesagt, von mir wüssten Sie dann alle gerne, wie wir das denn jetzt eigentlich machen sollen. Und da habe ich da schon gesagt, also das wird keine einfache, kurze Antwort sein, aber ich denke, ein paar Anregungen und ein Stück Hintergrund kann ich da mitgeben, wie wir denn da hinkommen könnten. Wie ich schon gesagt habe, das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Natürlich zum Glück nicht alleine. Ich zeige immer wieder gerne das Team, in dem wir hier auch sind, um einfach auch transparent zu machen, dass das eben auch große Aufgaben, große Herausforderungen sind, die nicht nur bei uns viel Forschung auch bedürfen. Aber was Sie ja eigentlich interessiert, ist die Verkehrswende, die Mobilitätswende. Und hier an der Stelle versuche ich Ihnen zu illustrieren, wo das eigentlich herkommt, dass das so ein komplexer Prozess ist, dass wir damit zu großen Herausforderungen auch gesellschaftlich zu tun haben und eben auch immer wieder natürlich mit sehr, sehr kritischen Diskussionen und Widerständen. Und ich denke, wir müssen uns da manchmal auch vor Augen führen, wie groß
dieser Wandel ist, über den wir reden. Wenn wir jetzt wirklich, wenn wir mal diese Energiewende, die Erzeugung die von Energien sogar ein bisschen ausblenden für den Moment und mal einfach nur sozusagen das Verkehrssystem also isoliert anschauen, haben wir dort schon riesige Umbrüche vor uns. Wir werden es mit neuen Fahrzeugen zu tun haben. Wie die ganz genau aussehen, wissen wir noch nicht. Ein paar Variationen waren ja heute schon im Gespräch. Diese Fahrzeuge, vielleicht fahren wir sie weiterhin selber, vielleicht sitzen wir da nach wie vor meistens alleine drin, aber vielleicht ist selbst das anders. Vielleicht fahren wir künftig viel mehr zusammen, vielleicht gehört uns dieses Fahrzeug auch nicht mehr. Und vielleicht ist aber auch, selbst wenn wir da drin alleine und selbst fahren, die Bedienung ganz anders, als das bisher ist. Da wird sich sicher vieles verändern. Damit verbunden sind sicher auch neue Funktionalitäten und Anforderungen. Wie kriege ich denn eben die Energie dann wieder in dieses Fahrzeug rein? Ja? Muss ich das laden? Tanke ich den Wasserstoff? Wie ist da die Infrastruktur aufgebaut? Wo steht die überhaupt? Wer entwickelt die? Wie sieht das auch aus? Welche Eingriffe sind das, ja, in das, wie das Stadtbild, das die bebauten Landschaften jetzt aussehen? Was heißt das auch für Infrastrukturen, die über Land gehen? Und aber eben, das wird es natürlich alles nur geben, wenn wir Marktakteure haben, die sich der Sache annehmen. Ein paar, die das sein könnten, haben wir heute schon gesehen. Aber da werden sicher auch neue dazukommen. Geschäftsmodelle werden sich ändern. Das heißt, im Prinzip ändert sich fast alles in diesem Mobilitätssystem. Und das ist natürlich ein riesiges Projekt als Gesellschaft. Wenn wir jetzt das so mal als Herausforderung vor uns haben, würde ich jetzt gerne ein Schrittchen wieder zurückgehen zu uns. Für den Einzelnen und was eigentlich auch dieses Bindeglied zum Einzelnen, was brauchen wir dafür, ja, wenn wir so eine große Transformation schaffen wollen? Natürlich brauchen wir die Unterstützung der Gesellschaft. Und diese Unterstützung, die ist nicht nur, ja, ich sag mal passiv, sondern wir brauchen die aktive Unterstützung. Um sich das vorzustellen, habe ich hier drei Begriffe, die wir in der Forschung auch viel verwenden: soziopolitische Akzeptanz, lokale und Marktakzeptanz. Was meint das? Also wir brauchen die Akzeptanz für die Veränderung, und das ist einmal, das ist das Soziopolitische, wir brauchen die auf der Systemebene. Wir brauchen als Gesellschaft insgesamt eine ausreichende Einigkeit, dass wir diesen Weg überhaupt gehen wollen, dass wir die Mobilitätswende wollen, dass wir denken, dass es wichtig ist. Das kann sich dann umsetzen, dass wir auch Parteien wählen, die genau diese Veränderung auch vorantreiben möchten. Das sind Dinge, die sich sonst auch gerne in Meinungsumfragen spiegeln. Einfach so im Grundsatz. Ist das was? Sehen wir als Gesellschaft den Bedarf, hier was zu verändern? Oder sehen wir den auch nicht? Dann wird es eben auch sehr schwierig. Wenn wir das haben, sozusagen als Voraussetzung, dann wird es ja erst konkreter. Und dann geht es eben darum, das ist sozusagen die Marktseite. Wir alle sind in irgendeiner Form Konsumentinnen und Konsumenten. Wir sind Nachfragerinnen, Nachfrager nach Technologien. Aber das können wir alles natürlich auch nur machen, wenn es auf der anderen Seite das Angebot dazu gibt. Also das heißt, hier reden wir nicht nur über Privatpersonen, sondern eben dann auch wieder über Wirtschaft, Unternehmen, Unternehmer, die eben genau diese Angebote dann auch schaffen und entwickeln, die dann wieder umgekehrt verwendet werden können. Gleichzeitig haben wir noch so eine dritte Dimension hier drin. Das ist das, was wir eben von der Windkraft als großes Thema kennen oder auch bei Stromtrassen, aber auch bei ja ganz vielen anderen Themen. Was ist eigentlich mit dieser indirekten Betroffenheit, wenn es darum geht, sichtbare Eingriffe ins Stadtbild, in die Landschaft zu haben? Vielleicht neben Wasserstofftankstellen zu wohnen, kann man einerseits sagen, warum ist das Problem für den Anwohner? Sicherheitsstandards werden eingehalten, kann dem doch egal sein. Aber natürlich auch das bedeutet Veränderung. Das kann heißen, ich muss meine Spazierwege ändern. Es kann sein, ich sehe völlig andere Dinge, die ich vielleicht weniger schön oder auch schöner finde, fühle mich beeinträchtigt. Und da hier auch zu einer gerechten Verteilung zu kommen in der Gesellschaft, ist ein Prozess, der in diesen Transformationen natürlich immer wieder ganz wichtig ist. Wie funktionieren wir? Der Herr Eppler hat es schon gesagt, ich bin Psychologin, das wird man jetzt sehr merken in den nächsten Minuten. Wie funktionieren wir denn als Menschen? Wir sind selber
Natürlich sehr stark und da kommen wir gleich im Detail nochmal drauf. Aber wir sind natürlich, und das möchte ich, bevor es ganz psychologisch wird, nicht vergessen, wir sind natürlich eingebettet. Also diese ganze Akzeptanz findet statt in einem größeren Kontext, in unserem politischen System, was wir haben, auch dem, was jetzt hier innovationsbezogene Faktoren heißt, in den, also was so die Technologien angeht. Technologien werden von Menschen entwickelt, die entstehen nicht autonom aus sich heraus. Trotzdem haben sie oft natürlich bestimmte Eigenschaften, ja, die zu wie jetzt eben, wenn wir beim batterieelektrischen Fahrzeugen über diese Thematik der Reichweite diskutieren oder auch wie lange es dauert, so ein Auto aufzuladen. Das sind eben spezifische Eigenschaften der Batteriefahrzeuge, mit denen wir uns zurechtfinden oder versuchen, sie zu überwinden oder uns vielleicht für eine andere Technologie zu entscheiden. Und dann eben das Psychologische, das sind die Faktoren, die vom Einzelnen ausgehen und vom Einzelnen beeinflusst werden. Da sind sozusagen, es geht ja viel darum, was machen wir am Ende, ja? Also wie handeln wir, wie entscheiden wir uns? Da ist in unserer Position, ich hier als Wissenschaftlerin, zu welchen Themen stelle ich Forschungsanträge und möchte sie erforschen, sei es als Geschäftsführer im Start-up, also mit welchen Produkten gehe ich an den Markt, mit welchen Angeboten dann auch, aber eben auch im Privatleben, wie handeln und entscheiden wir da eigentlich? Und im Prinzip, das haben sicher viele auch schon mal an anderer Stelle gehört, gibt so Grundpole hier. Und zwar gibt es so dieses, was machen wir sehr bewusst, langsam und bewerten dann eben auch die Dinge und manchmal geht es schneller. Und das ist eben in einzelnen Situationen ganz unterschiedlich, weil es auch sehr wichtig ist, dass wir als Mensch beides können. Wenn wir das auf die Mobilitätswende beziehen, da sehen wir so Sachen, die wir in der Regel sehr schnell machen, ohne drüber nachzudenken. Wenn ich morgens aufstehe, möchte hier ins Institut, weiß ich, wie ich hinkomme. Ich fahre hier mit dem Zug her, darüber denke ich in der Regel nicht nach, das mache ich einfach. Das Gleiche ist zum abendlichen Sport. Manche fahren mit dem Fahrrad, manche mit dem Auto. Meistens hat man aber feste Gewohnheiten und folgt denen einfach. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Sachen, worüber wir länger nachdenken, uns wirklich auch damit auseinandersetzen. Das kann sowas sein wie eben sich zu entscheiden, nicht mehr Auto zu fahren, das Auto abzuschaffen oder auch beim nächsten Fahrzeug gezielt nach einem anderen Antrieb, vielleicht nach dem Elektrofahrzeug, nach dem Plug-in-Hybrid zu suchen. Und dann gibt es eben diese vielen Entscheidungen, die irgendwo dazwischen sind, so wie das kann das Wahl des Urlaubsziels sein. Oder wenn ich Carsharing-Mitglied schon geworden bin, meistens relativ bewusst entschieden, eben für eine Fahrt jetzt heute auch dieses Fahrzeug zu nutzen. Das ist vielleicht sozusagen ein bisschen aufwendiger als einfach mich auf den üblichen Arbeitsweg zu machen, aber eben auch in der Regel nicht so ein Prozess wie jetzt, nur wie eben die bewusste Auswahl von einem neuen Fahrzeugmodell. Insofern kann man sich gut vorstellen, und wenn ich in diesem bewussten Denken bin, schauen wir uns als Menschen meistens genauer an, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile, die wir haben, suchen nach Informationen, was wir da suchen und wie wir das dann natürlich auch bewerten, hängt oft sehr stark oder hängt immer sehr stark mit dem zusammen, was ist uns wichtig, was sind unsere Normen und Werte, geht es mir viel um Sicherheit, geht es mir darum, was Neues zu erleben, was spielt da eine Rolle, dann auch für wie beeinflussbar halte ich das Ganze, also was denke ich, wie eigenständig ich hier entscheiden kann und inwieweit sehe ich den Einfluss eher im System und mich selber, eigentlich kann ich nur Dinge übernehmen. Und eben auch meine grundsätzliche Persönlichkeit. Wir haben einfach bis zum gewissen Grad sind wir in unserer Persönlichkeit festgelegt, ob wir eben eher nach Aufregung suchen, eher nach Stabilität suchen. Und auch das wird natürlich die Entscheidung beeinflussen. Auf der anderen Seite, wenn wir in diesem schnellen Modus sind, dann gehen wir sehr stark auf das zurück, was wir gelernt, geübt haben und wiederholen das auch einfach. Ja? Da verarbeiten wir heuristisch Informationen. Was heißt das? Wenn wir wieder zurückgehen zu diesem Beispiel mit dem Sportheim, bei Regen fahre ich mit dem Auto, bei Sonne fahre ich mit dem Fahrrad. Das ist genau das. Kurzer Blick aufs Wetter, damit ist die Entscheidung getroffen.
Das heißt auch genau das, ich entscheide sehr stark im Hier und Jetzt, wie ich mich jetzt fühle, wie ich vielleicht dann noch so einen kleinen Antrieb kriege. Das kann man auch oft so, ne, wenn man in der Kantinenschlange steht, ob man dann noch einen Nachtisch nimmt oder nicht, hier und jetzt. Ja? Solche sehr momentanen Entscheidungen. Und da ist eben, wenn wir wieder auf die Entscheidung mit dem Nachtisch oder mit dem Fahrrad versus Auto zurückgehen, da spielt es oft auch eine Rolle, sozusagen Einfluss von außen. Komme ich an der Eistruhe vorbei, das wissen wir alle, wird im Supermarkt ja auch gut genutzt, oder eben der Blick aufs Wetter. Andere Sachen, die da eine Rolle spielen, klar, diese Bedürfnisse, wie viel Hunger habe ich gerade, dann kauft man gerne etwas mehr ein. Oder auch wie sportlich fühle ich mich heute, dann geht es vielleicht eher in Richtung Fahrrad. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, ja, warum erzähle ich Ihnen das alles? Was hat das jetzt eigentlich zu tun mit der Verkehrswende, mit der Mobilitätswende? Wenn es jetzt um diese Entscheidungen geht, Antriebssysteme zu wechseln, neue Fahrzeugtypen einzuführen oder auch das Mobilitätssystem noch grundlegender umzubauen in Richtung mehr gemeinsames Reisen, Autos zu teilen, dann sind wir eben sehr stark auf dieser bewussten Seite. Wenn dann da die Entscheidungen gefallen sind, funktioniert das automatischer. Das heißt aber auch, da müssen wir erstmal hin, also das Ganze für sich selbst auch zu hinterfragen und die Entscheidungen zu treffen. Wenn das gelungen ist, wird der Prozess schon deutlich einfacher. Das nochmal vielleicht jetzt wieder zurück und hoch auch auf diese Frage, wo stehen wir denn da eigentlich bei der Mobilitätswende? Wir haben hier verglichen verschiedene Optionen, über die wir ja bei dem Thema diskutieren, eben die Elektrofahrzeuge, das automatisierte Fahren, wo das Fahrzeug die Kontrolle übernimmt, Autos zu teilen im Carsharing oder im Fahrten zu teilen, das Ride-Hailing sozusagen. Und wir sehen mit allen diesen, wir haben bisher sehr wenig Nutzungserfahrungen, also die wenigsten Leute haben das schon gemacht. Das bei dem vollautomatisierten Fahren ist das auch noch keine Nutzungserfahrung. Die Fahrzeuge gibt es ja kaum, sondern 9% sagen, das habe ich schon mal gesehen. Wenn wir uns dann aber anschauen, wie sind denn die Interessenslagen? Da sehen wir eben, dass die Interessenslagen für die Sachen, die ähnlicher sind, zu dem, wie unser System jetzt funktioniert, die sind einfach größer. Und das hat sicher eine Reihe an Gründen. Es gibt ja auch Gründe, warum unser Mobilitätssystem so ist, wie es ist, weil es uns doch über das viele Autofahren viel Flexibilität ermöglicht und einen sehr hohen Luxus für den Einzelnen. Gleichzeitig, was wir da auch sehen, ist oft, als einzelne Person sind wir oft gar nicht so kreativ und können uns vor allem das vorstellen, was halt sehr ähnlich ist zu dem, wie die Situation jetzt aussieht. Ich denke, die letzten 15 Monate in der Corona-Pandemie haben uns gezeigt, dass wenn es drauf ankommt und wir unter Druck geraten, wir unglaublich flexibel sind als Menschen immer, aber dass gerade die Diskussion darüber eben doch oft so nochmal, wir mehr von dem ausgehen, wie es jetzt ist, als das, was wir eigentlich in der Lage sind zu tun. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, wie schaffen wir es denn? Dann sind so diese Anfangsphasen sehr entscheidend, dass wir eigentlich die ersten Nutzergruppen finden, begeistern können und ab einem gewissen Punkt, das sehen wir auch immer wieder in unseren Studien, werden dann eben natürlich die Innovationen, die neuen Anwendungen zum Normalfall und dann machen viele Leute auch einfach mit. Das heißt, sehr entscheidend sind auch aus dieser Einzelsicht, ist diese Anfangsphase zu schaffen. Insofern, wie kann das aussehen? Im Prinzip, ein Thema muss auf die gesellschaftliche Agenda kommen, die Diskussion muss anfangen, das haben wir sicher bei der Mobilität geschafft. Dann muss es darum gehen, die alltagsgerechten Lösungen auch zu haben, ins Feld bringen zu können, dafür auch erste Personengruppen zu begeistern. Das muss noch nicht alle begeistern. Dann aber auch die Strukturen zu ändern und dann, das ist sozusagen diese schwere Phase und ich glaube, da sind wir irgendwo, ja, in diesem, dass wir anfangen, Strukturen zu ändern bei der Verkehrswende und dann aber eben auch auf diesem Pfad zu bleiben, auch wenn das dann natürlich phasenweise nochmal zäh ist, weil
das ist einerseits auch das, wie es nur funktionieren kann. Das wurde ja im Vortrag vor mir auch, die Kollegin von Freudenberg hat das ja auch angesprochen, man braucht verlässliche Vorgaben und um genau so etwas geht es da auch, dass eben einerseits die Wirtschaft sich darauf einstellen kann, aber auch wir als Privatpersonen einfach diesen Pfad halten können und dann schaffen wir neue Normalität, in der uns der Wandel dann gelungen ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt um 12.24 Uhr die Verkehrswende gerade bewegt oder eher das Mittagessen, aber wenn die Verkehrswende sie noch bewegt, freue ich mich auf Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dütschke. Es ist gleich eine Frage gekommen, wie groß ist denn der Einfluss der Kultur auf die Akzeptanz? Sind sowas wie Gelbwesten-Proteste bei uns auch möglich aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke, sowas wie Gelbwesten-Proteste sind ja oft, also das sind ja größere Prozesse. Ich denke auch in Frankreich, da ging es nicht nur um den Verkehr, das war sozusagen der Auslöser, den es dann gegeben hat. Und wir sehen ja jetzt auch in der Pandemie Widerstandsgruppen gegen verschiedene Themen. Gleichzeitig, klar, die Franzosen haben vielleicht eine andere Protestkultur. Also im gewissen Rahmen, die Kultur ist wichtig, aber ist nicht das Einzige, würde ich sagen. Also es ist ein Faktor zwischen vielen und die Kultur bestimmt viel, wie sich Dinge dann ausprägen. Also grundsätzlich, ob wir mit, also wie die Offenheit für Veränderung ist, denke ich, das ist eher kulturunabhängig. Aber was wir dann sehen, ja, welche Form des Protests oder auch eben weniger Protest, das hängt dann sicher mit den kulturellen Traditionen stark zusammen. Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage. Sie haben gesagt, Struktur und Sicherheit ist für viele Menschen ganz wichtig dabei. Und wenn wir Veränderungsprozesse haben, nehmen wir ja denen die Struktur und Sicherheit ein Stück weit weg, weil es wird ja Veränderung geben. Inwieweit spielt denn da die Kommunikation, zum Beispiel auch von öffentlichen Medien oder sowas, eine Rolle? Kann die nicht ein Stückchen diese Struktur und Sicherheit geben? Ja, ich glaube, einmal wir dürfen zwei Dinge nicht unterschätzen. Das eine ist der Wert an Informationen. Also Informationen sind sehr wichtig, aber wir wissen auch, dass Debatten nicht häufig eher emotional laufen als faktenbasiert. Deswegen ist es sicher sehr wichtig, die Fakten auf dem Tisch zu haben, aber es ist häufig sehr schwer, rein über Fakten zu überzeugen. Das ist so das eine. Das andere ist auch, wir sind es alle mehr gewohnt, Widerspruch auszuhalten, als wir das manchmal denken. Deswegen, wir brauchen sicher keine einheitliche Kommunikation in den Medien, sondern im Gegenteil, wir können da gut leben mit Diskussionen und das kann aber unterstützen, sehr gut unterstützen und ist auch sehr wichtig, um am Thema dran zu bleiben, um diese gesellschaftliche Relevanz für Themen einfach auch zu haben, die Aufmerksamkeit zu lenken. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Dütschke. Ich gebe jetzt an den Herrn Ilgötz wieder zurück. Wir sind am Ende unseres Panels. Ich danke allen, die Fragen waren hervorragend gestellt. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die im Hintergrund hier tätig waren. Und ja, Herr Ilgötz, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Epple, für die Moderation dieser wirklich tollen Runde. Ich habe da eine ganze Menge mitgenommen, auch von meiner Seite nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Referentinnen und Referenten. Und ich will es mal zusammenfassen mit einer Meldung, die ich dann auch direkt bekommen habe dazu und das Ihnen dann auch widerspiegelt, wie das angekommen ist. Sehr, sehr positiv. Die Themen und die spezielle Auswahl der Themen, die Sie getroffen haben, die Speaker, die Sie getroffen haben, wirklich ganz hervorragend angekommen. Was sehr gut angekommen ist, ist diese Mischung aus akademischem Ansatz von der wissenschaftlichen Seite, aber dann auch die ganz konkreten praktischen Erfahrungen. Was bedeutet denn der Einsatz von den entsprechenden Technologien in der Praxis? Der Teufel liegt da ja eben dann doch oftmals im Detail. Es war auch angesprochen worden, dass sehr offen und ehrlich darüber diskutiert wurde. Es gibt nicht die eine Antriebstechnologie für die Zukunft, sondern man muss hier einfach Energieeffizienzen, man muss Wirkungsgrade berücksichtigen. Es ist aufgezeigt worden, wie lange auch so technologische Entwicklungen dauern.
Die Notwendigkeit, dass die Politik sehr klare Rahmenvorgaben gibt, war ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der rübergekommen ist. All das ist ganz, ganz gut rübergekommen. Und jetzt zuletzt habe ich mitgenommen, wir brauchen einfach die Vorbilder, die vorangehen, wenn es um die Mobilitätswende geht. Und letztlich ist da jeder von uns dann auch selber gefordert, die Dinge, die wir jetzt in den letzten beiden Tagen miteinander diskutiert haben, dann auch tatsächlich in der Praxis umzusetzen, damit diese Mobilitätswende in der Form kommen kann, dass sie eben die Effekte hat, die wir uns wünschen. Entlastung der Innenstädte, vernünftige Kombination zwischen urbanen und ländlichen Räumen. Und am Ende dann natürlich und selbstverständlich auch der Klimaschutz.